Folge 116. Jetzt wird es komplex, würde Mirko sagen. Der ist leider nicht da, der hat es verpennt, diesen Teaser einzusprechen. Deswegen mache ich das mal eben. Heute geht es unter anderem darum, welche Tiere wir wiederbeleben würden, ob Dinosaurier oder Mammuts. Warum Mirko bis heute nicht Ted Lasso gesehen hat, sondern das Ende von Modern Family. Wir sprechen mit Melli über den Sinn oder Unsinn von Trailern und haben dann noch die Besprechung von How to Sell Drugs Online Fast im Angebot. Steinwurf im Glashaus. Hallo und willkommen zurück zu Episode 116 von Steinwurf im Glashaus. Ich begrüße mein Gegenstück Mirko Pauk bei mir hier im Studio. Eins der letzten Male in diesem Studio. Ja, herzlichen Dank. Ich bin schon fast ein bisschen gerührt. Ich bin ein bisschen nostalgisch schon jetzt. Ist traurig. Es geht eine Ära zu Ende. Ja, cool. Ich habe mir auch überlegt, ob das... Danke, ich lege hier mein Herz offen, du... Ja, cool. Nächster Tagesordnungspunkt. Die Ausgaben der Heizung im Keller, die steigen ins Unermessliche. Da müssen wir echt was tun. Danke. Danke für dieses Mitgefühl auch. Ja, meine Überlegung war, ob das überhaupt noch Sinn macht. Denn Unge, bekannt als Unge Spielt, heißt der, glaube ich, mit ganzem Namen. Und der Herr Black, Montana Black, die haben jetzt auch zusammen einen Podcast. Und da habe ich mich gefragt, nachdem wir schon Lanz und diesen anderen Typen hatten. Richard David Precht. Ja, wegen mir. Wie viele Sargnägel kommen noch, bis so ein Sarg dicht ist? Ich wollte gerade spontan sagen Barbara Schöneberger, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die sie... Hat einen. Die hat mit Sicherheit einen. Warte, der heißt? Barbara? Nee. Wie ihr tolles... Mit den Waffeln einer Frau oder so. Ah, shit, du hast recht. Ich glaube, sie ist aber nicht immer dabei. Ich glaube auch nicht mehr, dass der noch produziert wird, oder? Also ich habe von dem gar nichts mehr gehört. Nicht. Ja gut, das wäre eigentlich schon der letzte gewesen. Also es ist jetzt schon Zombie-Modus. Also man würde nicht mehr rauskommen aus dem Sarg, sage ich mal. Das heißt, alle, die jetzt drin sind, haben Pech. Hast du Platzangst? Hast du Kill Bill mal gesehen? Frage ich erstmal so. Noch nicht. Okay. Er steht auf der Liste. Schätze. Na klar. Es ist ein Running Gag. Nicht per se, aber wenn ich wüsste, dass ich in einem Sarg liege, ich weiß drei nicht, ob Meter es dann unter wirklich, der Erde. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich die Platzangst wäre, die ich hätte, oder vielmehr die Tatsache, dass ich höchstwahrscheinlich sterben werde, lebendig begraben. Ja, wobei ich es dann noch bedrückend finde, wenn ich mich nicht bewegen kann. Ja, das macht es auf jeden Fall nicht besser. Also, du musst dir das so vorstellen, ein Sarg ist ja, das wissen viele gar nicht, aber relativ klein. Und du kannst nicht aufstehen im Sarg. Nicht direkt. Die meisten zumindest nicht, ja. Die meisten. Wie heißt der Film, wo der Typ erst so zu ganz kleinen Menschen reist und dann zu ganz großen? Gullivers Reisen. Die Kleinen könnten wahrscheinlich in einem normalen Sarg aufstehen. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Schlümpfe auch? Hilft dir aber auch nichts, dann stehst du halt in deinem Sarg, bist trotzdem noch unter der Erde. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber du kannst dich bewegen. Also stell dir vor, du liegst da wirklich und wir reden von einer horizontalen Schieflage, so heißt das im Fachjargon. Und du kannst halt so nicht mal die Knie anwinkeln, vielleicht ganz bisschen. Oder du kannst die Hände halt so vor dem Körper ganz leicht hin und her schieben, aber du kannst damit ja auch nichts machen, du kannst sie nicht bewegen. Also ich muss sagen, je mehr wir drüber reden, desto nervöser und unruhiger werde ich. Und du siehst so 5 Zentimeter, du siehst erstmal nichts, aber angenommen, du hast eine kleine Lampe dabei, dann siehst du so 3 bis 5 Zentimeter vor deinem Gesicht die Decke des Sargs. Ich denke doch, dass ich dann sehr klaustrophobisch werden würde. Habe ich es doch geschafft, okay. Ja, doch, du hast es geschafft. Du hast mir eine weitere Phobie eingeredet. Vielen Dank dafür. Hast du auch eine Phobie vor Unge und Montana Black? Das war ein großes Ding. Ich glaube nicht, dass es ein großes Ding war, aber ich sage es einfach mal, um ein bisschen das Ganze zu hypen. Also das war ein großes Ding diese Woche auf YouTube. War so ein Riesending, dass ich davon nichts mitbekommen habe. Eigentlich sind das auch Gegenstücke. Also die gehören ja beide zu den erfolgreichsten Streamern Deutschlands, Videostreamern. Wobei beide, glaube ich, keinen eigenen Content mehr machen. Ich habe keine Ahnung. Ich will Montana Black jetzt nichts vorwerfen, aber ich glaube, der talkt einfach nur und reagiert auf irgendwelche Sachen, wie alle anderen auch. Also beide habe ich mir tatsächlich auch noch nie angeguckt. Bis auf ein Video, als Unge damals bei Mediakraft ausgestiegen ist. Aber ansonsten habe ich von beiden noch nie was gesehen. Milch ist Gift war auch groß. Das zum Beispiel habe ich auch komplett ignoriert. Aber es sind Gegenstücke. Eigentlich. Stehen für verschiedene Strömungen in der YouTube-Szene. Deswegen war das sehr beeindruckend. Das war ein
großes Zusammenspiel. Ich habe auch das Gefühl, da wird sehr viel rochiert innerhalb der YouTuber-Entertainment-Branche, dass jeder mit jedem mal so ein bisschen Podcast macht, also maximal auch so 5 bis 8 Episoden. Aber das wird immer mit großem Tamtam angekündigt und mit irgendeinem Sponsor. Ich glaube, Diana zur Löwen hatte mal einen mit Felix von der Laden. Ja. Früher bekannt als Dena. Genau, mit Dena, aber auch nur so für, lass mich nicht lügen, 4, 5 Folgen. Aber die hatten ein eigenes Studio, eigenes Logo, Design, alles. Und das hat ganz, ganz, ganz kurz nur gehalten. Ich glaube, das machen ganz viele, dass die einfach, kein Vorwurf, aber vielleicht einfach Cross-Promo. Ja, sowas. Ja. Sind wir auch für offen. Hallo Unge. Hi. Wie geht's? Milch ist Gift. Ich trinke relativ gerne Milch. Ich relativ selten, aber wenn, dann auch eigentlich ganz gerne. Aber ich versuche das auch runterzudrücken. Findest du grundsätzlich von Unge weg zu Montana Black, dass Frauen wie Hunde sind? So, wir haben auch noch ein paar andere Themen am heutigen Tag. Nee, hör mir zu. Verstehen? Nein, nein. Und dann, nee. Oh Gott, oh Gott. Ja, wir müssen das jetzt nochmal in Kontext drücken. Wir hatten da auch vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen. Vor 50 Folgen oder so. Wahrscheinlich. Ja, hat er sich ein bisschen sehr blöd ausgedrückt, der Gute. 4 oder 5 Mal hintereinander. Es gab mir klar, Montana Black hat gesagt, Frauen sind wie Hunde, hat das dann relativiert, hat das dann nochmal gesagt, das war strange. Egal. Zumal, ja, das war halt so blöd, also es war so doppelt blöd, weil das, was er eigentlich ausdrücken wollte, ich weiß nicht mal mehr, was es war, aber ich meine, dass es richtig war inhaltlich. Er hat das aber so unfassbar scheiße erzählt, dass man nur dachte, also du musst doch wissen, dass das jetzt komplett Ballistik geht. So, das wird voll in die Hose gehen. Ballistik habe ich auch lange nicht gehört. Es sind schöne, überhaupt schöne schon mal gehört? Also ich habe es, glaube ich, jetzt zum ersten Mal gesagt. Etwas kann Nüsse gehen oder Banane, aber Ballistik? Es kann auch den Fan hitten. Shit hits the fan. Das ist eine wunderbar schöne... Auch nie gehört. Ah, echt? Oh, das ist eine wunderbar schönes geflügeltes Wort quasi. Geflügelte Aussage in den USA. Apropos geflügelt. Was keine Flügel damals hatte, waren Mammuts. Wow, das ist ein Meister der Überleitung. Danke, aber vielleicht kommen wir trotzdem auf die Flügel zurück. Denn Forscher, ich fühle mich jetzt wie in so einer Late-Night-Show, wo einfach irgendein tagesaktuelles Ding genommen wird, um da so eine kleine Stand-Up-Promo draus zu machen. Tatsächlich, ja. Forscher, Jimmy Fallon, hit it. Forscher haben herausgefunden, die wollen Mammuts zum Leben wieder erwecken. Ich habe die Überschrift 52 Mal gesehen, ich habe es mir nicht durchgelesen, fand ich langweilig. Aber die wollen wohl anhand von Elefanten gehen und alten Fossil gehen, keine Ahnung, in Jurassic Park Manier die Mammuts wieder erwecken. Und da habe ich mich gefragt, so deine Top 3 Lebewesen, die es nicht mehr gibt direkt, die du wieder erwecken wollen würdest, was wäre das? Riesenfaultier. Schon mal. Wie groß war das so? Echt, ich glaube, ich war echt so ein paar, also zweistellig auf jeden Fall, Meter. Zweistellig? 10, 15 Meter oder sowas, weiß ich nicht genau. 15 Meter? Das waren halt Riesenviecher, ja. Also das sind die Vorgänger von Faultieren, die sind einfach nur mittlerweile geschrumpft. So groß wie ein Baum? Ja. Was hat das denn gemacht? Naja, halt nicht viel. So wie heute auch. Ja, weil ein 15 Meter großes Faultier musst du auch ordentlich essen. Das ist schon prähistorisch, soweit ich weiß. Also es ist halt schon sehr, sehr alt. Dann ist natürlich die Frage schon geklärt. Schon lange her, dass es die gab, aber ja, ich denke mal. Ich muss gerade mal überlegen, was ausgestorben ist. Ich glaube, ich würde Nashörner im großen Stil wieder züchten. Die leben halt noch. Ja, ein paar. Viele nicht mehr. Und ich meine, du hast literally vorher gesagt, ich muss überleben, was ausgestorben ist, und dann kommst du mit Nashörnern. Okay, dann nehmen wir jetzt, neulich ist irgendein Nashorn wieder ausgestorben. Okay, du nimmst ein spezielles Nashorn. Ja, okay. Das Breitmaul-Panzerschuppen-Nashorn oder so. Ich möchte, dass riesige Herden von Nashörnern durch die Sahara? Nein, ich glaube, da leben keine Nashörner. Das ist ein kurzes Gastspiel. Durch Zentralafrika trampeln und alles platt machen, was in den Weg kommt. Ich will, dass die einfach so einen Rudel Löwen auseinandernehmen. Und dann, so als Rache. Ja. Ja. Also die Rache der Nashörner. Auch Menschendörfer, die zerstören einfach alles. Okay, du bist so jetzt also so ein bisschen auf dem Villain-Trip. Bis 10.000 Nashörner trampeln einfach alles nieder. Aber ich meine, grundsätzlich, wenn es theoretisch damit geht, müsste doch eigentlich auch möglich sein, da Dinos wieder zu beleben, oder nicht? Wäre mein Platz 1 noch gewesen, ja. Just saying. Okay, ja, mein Platz 2, auch wenn das, ich sag mal, der Problemwolf 2.0 wäre, Säbelzahntiger. Ey, die sind so ikonisch, das sind so krasse Tiere.
Also wäre für uns Menschen zwar scheiße, weil... Du hast jetzt übrigens mit Faultier, Säbelzahntiger, Tiger und Mammut schon das Ice Age Bingo geknackt. Faultier habe ich tatsächlich genommen, ohne an Ice Age zu denken. Das sind halt geile Tiere. Das sind auch heute schon nur geile Tiere und das waren damals auch geile Tiere. Ich kenne ja noch ein paar persönlich. Säbelzahntiger, ey komm, die sind geil. Die sehen auch fucking awesome aus. Ja, allein der Name. Sabertooth Tiger. Bitte. Heißen die echt so? Ja. Okay. Das weiß ich, weil ich die erste Staffel von Power Rangers her geschaut habe. Wobei die ersten drei mittlerweile. Dann ist klar. Und da der gelbe Ranger als Spirit Animal den Sabertooth Tiger hat. Und das muss sie jedes Mal vorher sagen, nachdem sie irgendwelche komischen Karate-Moves macht und dann ihren komischen Digitizer oder wie auch immer das heißt, in die Luft hält und sagt, Power of Sabertooth Tiger. Mein Platz 2 wäre, ich hätte dieselbe Wolf-Analogie tatsächlich gehabt. Ich bin weiter auf dem Villain-Trip und ich denke mir, alle sagen immer, muss man den Wolf jetzt abschießen, muss man ihn nicht abschießen? Ihr habt zu lange gezögert, sage ich dann. Und wir schicken statt Wölfen einfach Velociraptoren nach Deutschland. Und ich möchte hier so 60, 70 Rudel mit hier 5, 6 Velociraptoren haben. Und dann guckt mal, wen ihr vielleicht abschießt und wen ihr nicht abschießt. Ich bin nicht mal gegen Wölfe, also das ist vielleicht ein bisschen aggressiv gerade. Aber ich fände es, das wäre mal so witzig, wie in so einem Spiel, wenn du merkst, es wird langweilig, wirf mal ein bisschen Action rein. Und ich finde so 70, 80 Rudel mit Raptoren würde dem Ganzen hier in Deutschland ein bisschen mehr Action geben. Ich glaube, das würde auch andere alltägliche Probleme in Relation setzen. Wenn du sagst, ich stehe wieder im Stau, der Zug kommt wieder 5 Minuten zu spät, so eine Scheiße, meine Mutter wurde auf dem Weg zur Arbeit vom Velociraptor gefressen. Ja, schon. Also das macht, glaube ich, dann setzt einiges in Relation. Ja. Wäre ich aber kein Freund von. Ich glaube, ich wäre einer der Ersten, die geschnappt werden. Wahrscheinlich nicht mal, weil ich irgendwie groß als Forscher da auftreten will, sondern ich bin wahrscheinlich besoffen irgendwann in eine falsche Straße gegangen und dann steht da einer und sagt, ja gut, das war's jetzt. Clever Girl. Schöner Hast du Jurassic Park gesehen? Auf der Liste. Auf der Liste. Du könntest noch sagen, Clever Girl. Oder du fährst Motorrad neben ihn und egal, guck Jurassic Park. Alle meine Analogien gehen gerade ins Leere, deswegen lasse ich's. Ja, mein Platz 1 ist, wahrscheinlich sehr unrealistisch, aber es ist mein Lieblingsdino und daher muss ich ihn erwähnen, es ist der Triceratops. Ach, das ist der mit den 3 Zacken auf dem Kopf, ne? Der Triceratops. Ja. Mit den 3 Zacken. Der ist cool. Der ist halt echt ganz geil. Und ich glaube, meine noch mich dran erinnern zu können. Ist wie ein dicker Stegosaurus. Ja, der ist, meine ich, auch ein Pflanzenfresser. Das heißt, der wäre uns wahrscheinlich, wenn wir ihm nicht auf den Sack gehen, nicht mal feindlich gesinnt. Jetzt würde ich fast nochmal weggehen. Weil das Krasse, und das ist auch bei Jurassic Park übrigens, der Evergreen, der Brachiosaurus, ne? Brachiosaurus ungefähr 40 Meter hoch. Das sind riesige, krasse Wesen. So. Und das ist halt so auch die Giraffe der genau, prähistorischen Zeit. Ungefähr 8-mal so groß und halt auch ein Pflanzenfresser und wiegen irgendwie 40 Tonnen oder so. Aber, also die zu sehen, wäre, glaube ich, schon krass. Weil man weiß es heutzutage nicht mehr ganz genau. Die sind schon eine Weile tot. Ja, man geht wohl davon aus, dass das relativ friedliche Zeitgenossen waren. Und ich glaube, das wäre ziemlich heftig. Ich hätte jetzt aber irgendwas im Meer gesagt, denn ich liebe die Ozeane. Ich will ungern da unten rein, aber ich finde alles spannend, was mit Dokus und Ozeanen zu tun hat. Auch so Pottwal gegen Riesenkalmar, die in 8000 Meter Tiefe dann irgendwie um ihr Leben kämpfen gegeneinander und so. Finde ich mega geil. 20 Meter lange Tintenfische. Cool. Ja, das... Und also besucht mich öfter mal in meinen Albträumen, aber ja. Das Megalodon. Punkt. Das ist. Ist es einfach ein Hai? Irgendein Dinosaurier-Hai? Imagine, die Trash-Filmindustrie würde explodieren. Es gibt ja schon einen Mac. Ja, aber wenn sie es mit dem richtigen drehen könnten. Ach so. Stell dir mal vor, den könnten sie einfach zähmen. Die würden komplett ausrasten. Gibt's eine neue Orca-Sea-Life-Doku über das Megalodon. Das ist auch gut. Mein Gott, einfach ein 80 Meter langer Hai, der die Seen und Meere durchstreift und random irgendwelche Schiffe auffrisst. Wäre doch lustig, oder? Warum geht alles bei mir mit Menschenleben einher? Naja. Ich weiß auch nicht. Es tun sich hier gerade Abgründe auf. Und der Ausgangspunkt ist halt ein Mammut. So das langweiligste und unbeweglichste aller Lebewesen, das einfach nur da steht und so ein bisschen... Wir sind jetzt von Mammut auf diverse Arten des Genozids gekommen. Tolle Nummer.
Alles klar, das ist etwas eskaliert. Was auch eskaliert ist, sind die Emmys. Ja, denn die waren schon wieder. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Ich dachte, die wären vor einem Monat gewesen oder so. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir die jetzt mit den Grammys verwechselt haben oder ob die... Ich glaube, wir hatten die Nominierungen mal. Das kann auch sein, ja. Zumindest sind die Emmys gefühlt alle 2 Wochen. Ich habe auch nur 2 Sachen rausgeschrieben. Oder 3, weil ich es witzig fand. Mandalorian ging leer aus, meine ich. Echt? Ja. Oh, das ist aber ein ziemlicher... In den großen Kategorien. The Crown hat sehr viel geholt. Genau. Und was dich bestimmt sehr freute, Ted Lasso, 13 von 20, also 30 Awards von 20 Nominierungen. Hast du immer noch Bock, das zu sehen oder wie tierisch, sieht's aus? Tierisch, Mann, das nervt mich tierisch. Ich sehe es ständig auf, wenn ich auf Twitter noch einmal lese, oh, Ted Lasso ist ja wirklich so geil, wie alle sagen, dann raste ich aus. Der ja, das mag sein, Punkt ich gehe auch stark nur, um davon dich aus. Zu triggern, also nur zu, ich gebe dir eine Minute. Fucking Apple Plus. Willst du es irgendwie buchen? Willst du es mal gucken irgendwie? Soll eine gute Fußballserie sein. Ja, möchte ich gerne, bitte. Wurde als beste Comedy-Serie überhaupt ausgezeichnet. Ja, I know. Ich hab noch nicht eine Person gehört, die das scheiße fand. Aber ich habe von vielen Personen gehört, die Fußball scheiße finden, die diese Serie trotzdem geil finden. Weißt du, wer es geschrieben hat eigentlich? Nein. Das ist krass. Der Typ, der Scrubs geschrieben hat. Fuck off. Also, ach, und Jason Sudeikis spielt die Hauptrolle. Den kann man auch nicht hassen. Ich glaube, der hat auch bester Hauptdarsteller gewonnen oder so. Mhm. Ja. Hat eine Comedy-Serie. Hm. Solltest du vielleicht mal reinschauen, wollte ich nur sagen. Können wir bitte das Thema wechseln? Erneut? Ted Lasso. Worum geht's da? Das ist jetzt gar nicht mehr zum Triggern. Ich habe nur durchgelesen, alterner Fußballspieler, der irgendwie... Die Entstehungsstory finde ich grundsätzlich eigentlich ganz witzig. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Fox oder NBC war. Auf jeden Fall hatte irgendwer von denen die Rechte für die Premier League bekommen. Und um das Ganze zu bewerben, diese Rechte, haben sie sich halt diesen Ted Lasso ausgedacht. Einfach nur für eine Werbung. Und ja, der ist dann einfach nach Tottenham gegangen und hat da in einem 2-Minuten-Clip die Leute trainiert. Aber eben nach Football, American Football-Manier. Und dann, ja, Elfmeterschießen üben geht dann halt in die Goalposts, die aber leider irgendwie 15 Meter über dem Boden stehen. Das heißt... Ja, das ist halt ganz geil, wie er denn da seine Leute zusammenscheißt, wenn sie einen Elfmeter richtig reinmachen. Er sagt, was war das denn? Das hast du ja nicht mal probiert, der ist ja gar nicht vom Boden abgehoben. Und ja, oder so Sachen, er schießt dann komplett drüber. Er freut sich tierisch und sagt, 3 Punkte. Dann kommt sein Co-Trainer an und sagt, that's a miss. Und der ist dann komplett ausrastet und sagt, kannst du das? Du bist doch Profi. Das ist geil. Und daraus haben sie dann, 4, 5 Jahre später, Ted Lasso gemacht und damit reißen sie jetzt alles raus. Ich freue mich drauf. Ich werde das irgendwann gucken können. Ja, ich habe jetzt vor, das einfach mal in den nächsten Folgen immer mal wieder anzusprechen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist so eine Konfrontationstherapie, bis ich irgendwann so genervt davon bin, dass ich mir Apple Plus holen muss. Ja, aber ganz ehrlich, also wenn man keine Apple-Produkte hat, macht es ja auch keinen Sinn, sich Apple Plus zu holen. Du hast, glaube ich, keine. Nicht eines, nein. Kommt das irgendwann auf Blu-ray oder so? Ich hoffe mal. Also ich hoffe, dass es vielleicht auch irgendwann mal, keine Ahnung, es gibt ja viele Serien, die irgendwann auch mal woanders hingepackt werden. Sei es jetzt auf Netflix oder so. Aber ich befürchte wahrscheinlich nicht. Aber Apple Plus hat 2, 3 Serien, die ich unbedingt gucken will. Morning Show haben sie auch noch mit, ich meine, Jennifer Aniston und Gwyneth Paltrow. Nee, Quatsch. Wie heißt sie denn? Ist auch egal. Nicht Gwyneth Paltrow, die alte... ist komplett durchgeknallt. Also wirklich. Okay. Hast du mitbekommen, was die alles macht? Mit ihrer Firma Goop? Die verkauft unter anderem Kerzen mit dem Geruch ihrer Vagina. Also die ist komplett in der ESO-Schiene. Lies dir das mal durch, das ist gruselig. Was passiert gerade? Gwyneth Paltrow ist, Alter, die hat sich alles weggekokst, was jemals irgendwo in ihrem Kopf vorhanden war. Nee, und Mythic Quest oder Mystic Quest ist auch so eine Art Comedy-Serie. Und da dreht sich um RPG, was entwickelt wird. Und das ist unter anderem mit Abed Nadir aus Community. Muss ich auch unbedingt nochmal schauen. Ja, tolle Serie, habe ich gehört. Würde ich gerne auch mal meinen Senf zugeben können. Dann streue ich ganz kurz was ein. Und zwar, apropos toll, der Snyder Cut. Der war ja auch großartig. Und es gibt so ein fortlaufendes Desaster von Richtung Warner Brothers, die alles in ihrer Macht Stehende tun, um jeglichen Erfolg von diesem Film abzuwenden, was ironisch ist, weil sie haben ihn produziert.
Also da gibt es auch keine Erklärung zu. Also es gibt buchstäblich keine Erklärung dazu. Sie versuchen alles an Marketing zu unterbinden, haben witzigerweise, sie haben groß an der Front bei Warner Brothers, quasi so eine Front mit den ganzen Superhelden und den aktuellen Darstellern, wo aber dann Henry Cavill und Ben Affleck rausgenommen wurden und durch Alte ersetzt wurden, um das nicht weiter zu promoten. Sie haben, wie gesagt, das mit Ray Fisher, da gab es die ganz große Debatte. Und jetzt haben sie einen Trailer veröffentlicht zum Blu-ray-Start oder zum weiteren Blu-ray, keine Ahnung, 4K, was auch immer, von Snyder Cut Justice League. Und haben den aber sofort wieder offline genommen, beziehungsweise privat gestellt, ohne weitere Angaben. Und dann war es an Zack Snyder wiederum, einfach diesen Link zu posten. Und seitdem verbreitet sich dieser Link. Also das Video kannst du halt nur über diesen Link aufrufen und sonst ist es nicht mehr verfügbar. Man weiß auch nicht, warum sie es wieder privat gestellt haben. Keine Ahnung. Also selbst Snyder hat es irgendwie gepostet und gesagt, Leute, was macht ihr? Das ist ganz absurd. Das ist halt wirklich weird. Also vor allen Dingen hat das was von einem Streisand-Effekt. Ich weiß nicht, ob der dir geläufig ist. Streisand-Effekt ist einfach so ein Ding, wenn du versuchst, etwas zu verbieten, machst du es einfach größer, als es ohnehin schon war. Einfach weil viele Leute hören, oh Mensch, da soll was verboten werden, das musste ich mir jetzt mal nochmal angucken. Und es ging um irgendein Video oder was weiß ich, ein Artikel von Barbara Streisand oder über Barbara Streisand. Vielleicht sind es auch Marketing-Genies und das ist deren Plan gerade. Das kann ich mir nämlich auch tatsächlich gut vorstellen. Das ist gerade, wenn sie sagen, okay, mit dem Snyder kann man es machen und da ist halt so eine große Fangemeinde drum, das spricht sich eh weiter. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass es so eine Art Guerilla-Marketing ist. Guerilla-Marketing. Auch schön. Hast du noch was Schönes? Ich habe was nicht Schönes, was ganz nicht Schönes. Und zwar haben uns echt viele, viele, viele Leute aus Hollywood verlassen. Und denen wollten wir jetzt mal nochmal kurz ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Und zwar haben wir da Marky Post. Sagt jetzt wahrscheinlich den meisten so nichts, mir auch nicht. Allerdings ist das die Darstellerin von Elliots Mutter in Scrubs gewesen. Die ist vor kurzem verstorben. Ebenso die Tochter von Alfred Hitchcock, mittlerweile aber auch tatsächlich schon, ich glaube, 80 oder 90 Jahre alt gewesen, Patricia Hitchcock. Die Synchronstimme von Lenny aus den Simpsons. Ulf Jürgen Wagner ist verstorben. Und was mich persönlich sehr, sehr getroffen hat, Norm Macdonald, der vielen wahrscheinlich bekannt sein dürfte als Stand-Up-Comedian, als klassischer. Und ebenfalls als Darsteller bei Saturday Night Live, wo er tatsächlich mal rausgeflogen ist, weil er ständig weiter Witze über O.J. Simpson und das ganze Drama um ihn herum gemacht hat. Und der NBC-Chef irgendwann gesagt hat, ja, das ist ja alles gut und schön, aber hör auf damit. Und er hat es einfach immer weitergemacht, bis er halt irgendwann rausgeworfen wurde. Aber er hat nicht aufgehört, solange es gutes Material gab. Das ist schon ein starker Typ gewesen. Mir persönlich tatsächlich zuletzt bekannt gewesen als der Bruder von Mike Heck aus The Middle, also der Bruder vom Darsteller des Hausmeisters in Scrubs, womit wir dann den Kreis schließen. Die sollten alle nochmal kurz Erwähnung hier finden. Unglaublich schade, unglaublich traurig, aber so ist das Leben. Stichwort, so ist das Leben, jetzt einen ganz unschönen Segway in die nächste Sache, die mich ein bisschen traurig gemacht hat, denn ich habe Modern Family zu Ende geschaut. Modern Family, 11 Staffeln und die 11. davon jetzt mittlerweile auf Netflix verfügbar, 18 Folgen und oh boy, bei der 11. Staffel könnte man sich ja denken, 11. Staffel und jetzt führen sie es zu Ende, ist alles auserzählt und ja, so richtig die Lust ist auch nicht mehr dabei. Wow, die war nochmal richtig stark. Die war richtig, richtig stark. Also für mich eine der besten Staffeln der Serie. Hätte ich jetzt bei Staffel 11 nicht gedacht. Und hat mich emotional schon ein bisschen gepackt, dass ich mich jetzt endgültig von diesen Charakteren verabschieden muss. Also das war wirklich wie mich von einem langjährigen Freund verabschieden müssen und sagen müssen, alles klar, ich weiß nicht, wann und ob wir uns jemals wiedersehen. Das war wirklich, das tat wirklich weh. Also ich musste mich drittletzten Folge musste ich mich wirklich emotional darauf einstellen, dass das jetzt die letzten 2, 3 Folgen sind, die ich davon jemals wieder neu sehen werde. Ich werde sie definitiv nochmal durchgucken, gar keine Frage. Wahrscheinlich mehrmals. Aber das ist das letzte Mal, dass ich neuen Content davon kriege. Das hat mich echt ein bisschen angefasst. Das ist krass, weil so viele Serien hat man ja nicht. Also man guckt viele Serien, aber die Core-Serien, sage ich mal, die 4, 5, die man nah am Herzen behält. Ja.
Meistens sind sie ja dann doch schon abgeschlossen, irgendwie 2008 zu Ende gegangen oder so. Aber in dem Fall ist es ja so, dass selten neue Serien kommen, beziehungsweise neue Folgen einer Serie kommen, die man so sehr liebt. Von daher, krass. Ja, da habe ich tatsächlich eben nicht mehr so viel, ne? Archer ist es bei mir tatsächlich noch. Die wird auch noch weiter produziert. Allerdings ist da ja einer der Hauptcharaktere oder die Synchronstimme gestorben. Daher weiß man auch nicht, wird das jetzt fortgeführt? Und ja, Brooklyn Nine-Nine. Was ironischerweise, während ich die letzten Folgen von Modern Family geschaut habe, wurde die letzte Folge in den USA ausgestrahlt. Das heißt, das Gleiche wird ja in ungefähr ein, 2 Jahren mich nochmal treffen mit einer solchen Serie. Aber immerhin gibt es noch neue Folgen. Ja, da gibt es immer noch neue Folgen, genau. Das ist so ein bisschen, was noch hilft. Aber es ist unschön zu wissen, okay, da ist ein Ende der Fahnenstange erreicht. Und gerade bei Modern Family, ja, Staffel 9 und 10 haben tatsächlich, fand ich, ein bisschen nachgelassen. Aber es ist immer noch deutlich, deutlich über dem Durchschnitt von ganz vielen anderen Comedy-Serien. Und ja, vielleicht hat es Staffel 11 deswegen so schwierig gemacht, damit abschließen zu können, weil sie wirklich nochmal so unfassbar gut war. Also da haben sie wirklich an ihre Top-Zeiten angeschlossen, fand ich persönlich. Apropos unfassbar gut. Der Rolling Stone. Oh. Ist das ein Musikmagazin? Keine Ahnung. Ich glaube ja. Das hier ist jetzt die Musikrubrik mit jemandem, dem Musik sowas von am Arsch vorbeigeht und der keinen blassen Schimmer von Musik hat. Ist auch mal ein spannendes Konzept. Auch schön, oder? Ein Radiomoderator, der einfach irgendwas anmacht. So, oh, das war das Intro. Da läuft jetzt, ja gut, da läuft jetzt 5 Minuten nur Instrumental. Das tut mir jetzt auch leid. Die Leute müssen auch mal wieder Kunst wertschätzen können. Es kann nicht immer nur Gesinge geben. Der Rolling Stone hatte, ich glaube, 2004 und dann 2010 jeweils mal eine Liste rausgegeben mit den ihrer Meinung nach 500 besten Songs aller Zeiten, of all time. Was ich an sich schon irgendwie immer schwierig finde. Also du musst da ja entweder Riesenpool an Experten haben, die alle darüber abstimmen können, oder die ist halt immer falsch. Weil Ich glaube, sie haben es gibt ja mehrere nichts Sachen nochmal Objektives. einbezogen, so die, klar, die Qualität des Lieds, der Inhalt, wie kompliziert oder sonst was anspruchsvoll die Instrumentals sind, aber dann auch, wie ist die Bedeutsamkeit für die Musikbranche, für das Weltgeschehen und so weiter, also wie ist die Gesamtbedeutung des Songs und so. Das haben die alles mit einbezogen. Jetzt haben sie das nochmal erneuert. Wir haben jetzt 2021. Sie haben gesagt, wir legen diese Top 500 nochmal neu auf. Wir werden jetzt gleich die Top 25 durchgehen. Was, glaube ich, gerade für dich sehr spannend wird, weil du ein bisschen mehr Ahnung von Musik hast. Ich habe ja auch diverse Songs mitgeschrieben und komponiert. Von daher gehe ich auch stark davon aus, dass so das ein oder andere Mal vielleicht auch der Name Mirko Pock dort auf der Liste zu sehen sein wird. Hatte ich beim Durchswipen jetzt gar nicht gesehen. Na, gucken wir mal. Ja, du warst ja auch bei der, also du hast ja die 1 bis 25 noch nicht so genau angeguckt, glaube ich, ne? Doch, doch, Ja, eigentlich schon. okay. Okay. Ja, wie gesagt, also objektiv ist das ja sowieso schwierig, ne? Ja. Noch ganz kurz, das gab, ich glaube, steht sogar bei Wikipedia im ersten Satz, immer wieder leise Kritik an dieser Liste, weil der Rolling Stone immer schön dafür gesorgt hat, dass das Lied, ich glaube, Like a Rolling Stone heißt es, von keine Ahnung wem, sowie mehrere Lieder der Rolling Stones vorne vorkommen. Also verdächtig viele, die den Namen des Magazins tragen. Das, Shocking. Wir beginnen mit Platz 25. Es ist Runaway von Kanye West und Pusha T. So, da muss ich direkt schon wieder eingreifen, muss sagen, ja, ich weiß, dass super viele Leute Kanye West für, also wie er selbst auch, sich für die Reinkarnation von Jesus hält. Ich, und es tut mir leid, da bin ich vielleicht auch Banause, das ist auch nicht mein Genre, aber ich finde die Musik scheiße. Ich kann mir das nicht anhören, es tut mir leid. Ich möchte niemanden fronten, der das mag, aber ich mag es wirklich nicht. Ich habe versucht, es zu mögen. Ich wollte es mögen. Ich mag es nicht. Das war Mirkos Take. Platz 24 von 1967, A Day in the Life von den Beatles. Kann ich was zu sagen? Finde ich sehr geil. Krass. Ja, stimmt. Du bist ja auch wirklich ein bisschen in Beatles, Beatles bin ich inzwischen Fan. Ultra. Ultra würde ich Hooligan. nicht sagen. Triffst dich immer, gehst immer durch die Stadt und schlägst Leute zusammen, die Rolling Stones-Shirts tragen. Ist das das mit der Zunge drauf? Ja. Ja, siehst du? Die kriegen dann eins vom Übergebraten mit okay, irgendeinen cleveren Beatles-Gag machen. Scheiße. Milk Bottle oder sowas? Hatten die nicht Milkman? Nee, es war ein anderes Lied, Nee, glaube ich. ich Es war eine andere glaube Band. nicht. Naja, wie dem auch sei, Day in the Life. Natürlich, krasses Lied, bestimmt. Was ich tatsächlich sehr, sehr liebe, ist Platz 23 von 1977. Es ist Heroes
von David Bowie. Mhm. Kennst du? Ich meine ja. Ich habe jetzt keine Melodie im Kopf, aber ich meine, ja. War auch das Ende des sehr, sehr, sehr guten Films Jojo Rabbit. Mhm. Ist der auf deiner Liste zufällig? Der ist tatsächlich auf meiner Liste. Den habe ich tatsächlich, glaube ich, sogar wortwörtlich auf meiner Liste auf Amazon Prime. Richtig, richtig stark. Hero ist ganz, ganz großartiges Lied. Hat mir meine Liebe zu David Bowie geöffnet, die danach auch wieder geschlossen wurde. Also ich kenne auch nur das Lied, aber... Ist für mich, ich kenne auch nur eins von ihm. Also eins, von dem ich definitiv weiß, dass es von ihm ist. Und das ist Major Tom. Hm. Von daher, nee. Hero ist sehr, sehr geil. Platz 22 von 1963, Be My Baby von The Ronettes. Nie gehört. I don't know. Okay. 1939, krass. Platz 21 ist Strange Fruit von Billie Holiday. I'm sorry. Okay. Also Billie Holiday sagt mir tatsächlich sogar was vom Namen, aber nee, sorry, keine Ahnung. Platz 20 ist Dancing on My Own von Robin. Robin mit Y. Ja. Okay. Ist bislang sehr ernüchternd. Platz 19 kenne ich wiederum, Imagine von John Lennon. Ja, klar. Das irgendwie muss drin sein. Kennt man, ne? Ist ein Klassiker. Bin ja auch nicht so ein Riesenfan von, aber ja, aber es ist ein Klassiker, ist da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Absolut. Das ist ein gutes Lied. Das nächste, was du vielleicht auch mögen, Platz 18, Purple Rain. Ja, das ist auch. Von Klassiker. Prince and the Revolution. Mhm. Das macht alle Trigger, sehr gut. Muss ich auch sagen, das ist wohl der beste Halbzeitauftritt einer Super Bowl Halftime Show aller Zeiten gewesen. Besser als Lady Gaga? Ja, definitiv. Besser als Katy Perry? Ja. Besser als Madonna? Besser als das Mashup von Bruno Mars und der Red Frau? Chili Peppers war das, aber ja. Okay. Also das war Beyoncé, glaube ich, meinst du, ja. Mit der Frau. Ja, Red Hot Chili Peppers waren aber auch da. Ja, tatsächlich, weil es tatsächlich angedacht war, es hätte nicht regnen dürfen, weil er in Plateauschuhen auf einer rutschigen, also auf einem ohnehin schon rutschigen Boden gestanden ist. Und ja, es hat dann angefangen zu regnen, während er Purple Rain angestimmt hat. Und das in seiner, ich meine, Heimatstadt Minnesota, bei den Minnesota Vikings, deren Farbe Purple ist. Also es ist schon, da ist vieles zusammengekommen. Aber war nicht neulich Justin Timberlake da? Ja, und der ist Green Bay Packers Fan. Das hat uns trotzdem nicht geholfen. Ich glaube, der war auch richtig scheiße, oder? Ja. Naja. Aber das ist also in den letzten Jahren oftmals. Wobei, der letzte, der da war, war aber nicht Justin Timberlake, sondern das war Weekend. Stimmt. Natürlich. War aber auch nicht so prall. Platz 17, Bohemian Rhapsody von Queen. Hätte ich aber weiter oben gesehen. Gehen wir gleich noch. Bei Platz 10 kannst du mal zwei, drei Tipps abgeben. Du hast bestimmt noch krasse Lieder in deinem Kopf. Das wäre jetzt Bohemian Rhapsody gewesen. Eines dieser krassen Tipps. Platz 16, Crazy in Love von erwähnter Beyoncé featuring Ye Zott. Und das steht über. Alles klar. Okay, dann weiß ich, was ich auch von dem Rest der Liste zu halten das habe. Das ist vor Bohemian Rhapsody, das muss man einfach mal so erwähnen. Also bei aller Liebe, nichts, was Beyoncé jemals geschaffen hat, sollte über Bohemian Rhapsody stehen. Bitte. Ich glaube, du darfst nichts gegen Beyoncé sagen. Ich bin da nicht im Game, aber das ist schwierig. Ich weiß, dass die Leute immer sagen, ah, yes, Queen. Ja, es ändert nichts daran, dass vieles von ihr einfach normaler Pop ist. Du musst jetzt aber unbedingt mit A schreiben. Ja, unbedingt. Yes, Queen. Ja, super. Ja, ich mag auch einige Songs von ihr gerne. Gar nicht das Ding, aber nee. Also sorry. Nicht über Bohemian Rhapsody, ich bitte dich. Platz 15, I Want to Hold Your Hand von den Beatles. Kann ich nachvollziehen. Kann ich nichts sagen. Genre prägend. Platz 14, Waterloo Sunset von The Kings. Das sagt mir nichts. Aus welchem Jahr kommt das? Steht das da? 67. Ja, das ist ein, zwei Tage vor meinem. Platz 13, Gimme Shelter von den Rolling Stones. Das kenne ich, glaube ich. Es ist so traurig. Das ist eine desolate Leistung von uns beiden hier. Ja gut, aber ich habe sie angekündigt. Platz 12, Superstition von Stevie Wonder. Ja, das kenne ich sogar. Das ist gut. Oh, das ist gut. Das ist auf Platz 12 der besten Lieder aller Zeiten. Das ist gut. Ja, okay, also ich finde es auch objektiv, also nee, nicht objektiv, ich finde es subjektiv auch gut. Kennst du God Only Knows von den Beach Boys? Nein. Okay, das wäre Platz 11 gewesen. Hast du noch Tipps für die Top 10? Ja, aber keines, was dabei sein wird. Okay. Also es gibt einige Lieder, die ich persönlich sehr, sehr stark finde, aber die definitiv nirgendwo bei den Top 500 aller Zeiten da wären. Kind kaputt vielleicht?
Kind kaputt ist eine super Band, aber international natürlich eher schwierig mit deutschsprachigen Texten. Aber in Deutschland definitiv unter den Top 10 Bands aller Zeiten. Apropos Top 10. 10. ist Hey Ya von Outkast. Ja, das ist stark. Ist das Hey Ya? Ja. Oh, was Ted gecovert hat bei Scrubs. Genau das. Oh, ja. Dann mag ich es auch, aber nur die Ted-Version. Nee, die Originalversion von Outkast ist auch geil. Definitiv. Kenn also, ich ehrlich gesagt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich finde das Lied total geil. Ob ich es in die Top 10 aller Zeiten gepackt hätte, bezweifle ich stark, aber ist schon geil. Platz 9: Dreams von Fleetwood Mac. Oh, das kenne ich mit Sicherheit. Oh, von 77. Ich kenne es nicht. Doch, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es kenne. Ich habe aber gerade keine Melodie im Kopf. Was sagt mir was? Kennst du Get Your Freak On von Missy Elliott? Aus dem Jahr 2001. Ja, Missy Elliott mag ich persönlich auch nicht. Also das, ich möchte ihr nicht, ich will hier sowieso niemanden fronten. Ich habe von Musik außer Beyoncé nicht elendig viele Ahnung. Auch Beyoncé nicht. Nur die Tatsache, dass sie über Bohemian Rhapsody steht, finde ich eine unsägliche Frechheit. Aber ich bin kein Musikexperte. Das ist nur meine subjektive Meinung. Platz 7 ist Strawberry Fields Forever von den Beatles. Sicher. Würde ich unterschreiben. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass der Rolling Stone so gesagt hat, okay, wir wollen jetzt der Kritik ein bisschen entgegenkommen, nicht die Stones überall hinpacken, aber dafür die Beatles. Platz 6, Marvin Gaye mit What's Going On. Ja, okay. Klassiker. Nach einem guten Mann. Keine Ahnung. Platz 5, vielleicht kennst du das Smells Like Teen Spirit. Oh. Von? Von Nirvana. Oh, yeah, stimmt das sogar. Ja, okay, das wäre auch traurig, wenn ich das Gesicht des Mannes ziert mein Wohnzimmer des Sängers. Michael Jackson. Genau, der besagte Michael Jackson. Ja, ey, geil. Also, ich würde gerne, dass du jetzt, ich stelle mir das gerade vor, wie du in so einer dämlichen Fernsehshow vor dem Greenscreen sitzt und jetzt sagst, ach, damals. Ah, Mensch, damals, das war zu Disco-Zeiten, ja. Ja, da haben wir noch eine Hasch-Zigarette geraucht und dann sind wir auf unseren Plateauschuhen reingegangen und haben unsere Afros gekämmt. Das waren Zeiten. Danke. Bitte. Oh, ich wüsste gerne, was bei mir in der Bauchbinde steht. Mirko, 24, Podcaster? Podcast-Legende. Ja, lokale Podcast-Legende. Lokale in Klammern, in ganz klein. Platz 4, Bob Dylan mit Like a Rolling Stone. Um das Thema aufzugreifen. Wir kommen zu den Top 3. Wir reden jetzt zum Ende dieser ersten Halbzeit nochmal von den drei besten Songs aller Zeiten. Das erste ist von 1964. A Change Is Gonna Come von Sam Cooke. Das sagt mir nichts. Okay, mir auch nicht. Das ist schon mal gut. Platz 2. Fight the Power von Public Enemy. Ja. Okay, ich kenne es auch nicht. Das kenne ich, das ist auch gut. Ich weiß wieder nicht, ob ich es auf 2 gepackt hätte. Mir fehlt ehrlich gesagt auch noch Rage Against the Machine. Ja, das habe ich jetzt hier nicht vorrätig. Ah, gut. Okay, kommen wir zu Platz 1. Es war 1967 von Aretha Franklin. Oh, Respect. Es ist Respect. Ich respecte schon mal, dass du das weißt, weil ich weder diesen Namen noch von diesem Song jemals in meinem Leben gehört habe. Das Lied kennst du auf jeden Fall. R-E-S-P-E-C-T. Oh je, Mine. Aretha Franklin ist, glaube ich, vor 2 Jahren oder so gestorben und sie ist jetzt nochmal aufgestanden, fliegt mit dem schnellsten Flieger von L.A. nach Hannover, düst dann mit dem Zug direkt nach Hildesheim, um mir meine Stimmbänder bei lebendigem Leibe rauszureißen, und ich muss ehrlich gestehen, ich kann es ihr nicht verdenken. Damit würde ich gerne die Halbzeit abgeben, das Bild ist zu schön. Da sind wir in unserer Halbzeitpause, die da heute heißt Mellies missbilligendes Mastermind. Und ich muss das nicht mal ablesen. Hallo Melli. Hi, ich bin sprachlos. Ich bin regelrecht begeistert über diesen Titel. Freut mich. Ich bin nach langer Zeit jetzt mal wieder dabei. Es ist schön, euch wieder zu sehen. Es ist schön, euch wieder zu hören. Stimmt, du warst einen Monat raus. No. Ja, wir haben dich schmerzlich vermisst. War eine harte Zeit. No. Ja. Danke. Ja. Ihr seid durchgekommen. Ich bin sehr froh, dass ihr bis hierhin überlebt habt. Ja, aber zu welchem Preis?
Ich habe ein Thema mitgebracht und um dieses Thema einführen zu können, muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar war ich vorletzte Woche war es, glaube ich, im Kino, habe mich in diesen Sessel gleiten lassen und es ist tatsächlich jetzt nach der Pandemie immer noch so, dass ich da sitze und denke, oh mein Gott, Kino, ich habe es so lange nicht erlebt, ich habe es so lange nicht gesehen und habe mich dabei erwischt, wie ich da saß, bevor die Trailer anfingen und dieses kindliche Glücksgefühl wieder bekommen habe, was ich damals hatte, als ich im Kino saß und auf die Trailer gewartet habe und ganz neugierig war, was dann vielleicht demnächst im Kino kommen könnte. Was mich jetzt ein bisschen traurig macht, weil ich merke, dass es damals sowas wie YouTube nicht gab. Also man hat sich nicht darüber informiert, was demnächst im Kino kommt. Also ich merke daran ein bisschen, dass ich alt geworden bin. Aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß, mir diese Trailer anzugucken und habe hinterher aber festgestellt, dass ich mich wieder in einer Diskussion verfangen habe. Und zwar habe ich mit einem guten Freund darüber geredet, wie sinnvoll Trailer eigentlich sind und was macht eigentlich gute Trailer aus. Weil ich mittlerweile so oft da sitze und feststelle, okay, irgendwie spoilert das wahnsinnig viel. Irgendwie nimmt mir das wahnsinnig viel vom Film vorweg und will ich das sehen oder könnte ich auf Trailer eigentlich komplett verzichten? Und deshalb gebe ich diese Frage, diese wunderbare Diskussionsfrage an euch weiter. Was macht für euch eigentlich einen guten Trailer aus? Findet ihr, das ist wirklich noch sinnvoll zu zeigen oder ist es tatsächlich ein gnadenloser Spoiler und es macht gar keinen Sinn, irgendwie sich noch Trailer anzuschauen vorab? Also für mich ist ein Trailer grundsätzlich schon eine wichtige Sache. Ich bin jetzt jemand, der nicht so dolle anfällig ist für Spoiler. Natürlich, wenn es irgendwie was ganz Kriegsentscheidendes ist, was direkt schon im Trailer verpackt ist und man merkt es dann während des Films, dann wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen grantig. Aber so grundsätzlich, für mich der perfekte Trailer schafft es, ohne mir groß die Story zu verraten, mir ein Gefühl dafür zu geben, was mich in dem Film erwartet. Also ist es viel Action? Ist es ein bisschen emotionsgeladener? Damit ich nach zweieinhalb Minuten weiß, dieser Film ist was für mich oder er könnte vielleicht was für mich sein oder dass ich sage, nee, komm, da brauche ich meine oder kann ich meine Finger von lassen. Und dieses typische Inception, das darf nicht drin sein. Mittlerweile aus persönlichen Gründen. Das ist sehr schön imitiert. In meiner Brust schlagen zwei Herzen, nicht medizinisch, aber metaphorisch. Ich glaube, ich könnte mir nur selber widersprechen. Auf der einen Seite liebe ich Trailer abgöttisch. Ich glaube, mit dem Hobbit hat es damals so begonnen. Das war Anfangszeit von YouTube. Die Jüngeren wissen das gar nicht mehr, so 2011, 12 oder so. Als man für ein 5-Minuten-Video noch 30 Minuten warten musste, weil es nicht geladen hat. Und wenn jemand telefoniert hat, war es ganz schwierig. Dann ging gar nichts mit mehr. Mit dem Modem, genau. Nee. Also die Hobbit-Trailer zum Beispiel kommen mir als erstes in den Sinn oder später die Star-Wars-Trailer oder so. Ich glaube, die vom Hobbit 1, also das sind Trailer, die kann ich mitsprechen, die habe ich hunderte Male hintereinander einfach angesehen, weil das für mich einen Trailer ausmacht. Also du versuchst halt jede Sekunde aufzusaugen von dem Werk, das da kommt, ne? Und das kommt erst in 8 Monaten oder so und deswegen lächst du nach jeder Sekunde, jedem bisschen, jedem Charakter, jedem Musikstückchen daraus. Das ist geil und ich glaube, wir hatten es auch schon hier, dass ein Trailer ein eigenes Kunstwerk sein kann, gerade Wolverine Logan zum Beispiel, wenn dann irgendeine Musik drunter gemixt ist, wobei das tatsächlich ein Trailer ist, wie ich ihn mag, weil während Logan, also der Trailer dazu, ist mit Johnny Cash, mit Hurt und das ist unglaublich episch gemacht, aber du erfährst im Grunde sehr, sehr wenig über den Plot und das ist der Zwiespalt, den ich meine, denn auf der einen Seite möchte ich mich natürlich beherrschen, und möchte im Film das Ganze genießen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, Sia hat es mit Cheap Thrills mal erklärt, ich möchte natürlich auch in diesem Trailer geile Sachen sehen. Ich nehme jetzt mal den neuen Spider-Man. Ich glaube, da spoilere ich nicht zu viel. Da kommt am Ende halt Doc Ock aus dem uralten Spider-Man zum Beispiel oder die Granate und die Lache von Willem Dafoe's Green Goblin. Das sind Reveals, die sind einfach mega geil und die will ich halt haben. Wenn es auch nur auf meinem Handy gerade abends im Bett ist und ich mir irgendeinen neuen Trailer reinziehe. Wäre natürlich 1000-mal geiler, das im Kino zu sehen, ohne gespoilert worden zu sein. Aber der Film muss halt auch irgendwie Promotion machen. Also das ist irgendwie so ein schwieriger Spagat, wo ich sage, ich will alles haben und es muss ganz lang und cool und krass sein. Aber eigentlich will ich auch nichts erfahren. Also ich glaube, ich könnte mich nicht entscheiden, ob Trailer jetzt gut oder schlecht sind.
Ja, gehen wir mal so einen Mittelweg. Ich finde es ganz spannend, dass du von Filmen redest, wo du ja eigentlich schon weißt, dass du die auf jeden Fall sehen möchtest oder dass du da irgendwie eine Verbindung zu hast, wenn du jetzt zum Beispiel über den Hobbit redest. Aber ich habe es ganz oft, wenn ich zum Beispiel in einem kleinen Programmkino saß und einen Trailer von einem Film gesehen habe, wo ich überhaupt gar nicht wusste, worum das geht und eben von dem Film als solchen noch nie gehört habe, weil ich ihn nie gegoogelt hätte, weil ich halt nicht wusste, dass er existiert, dass ich mir davon Filme angeschaut habe und festgestellt habe, dass die Werke quasi in so Schubladen sortieren. Also mein Allzeitbeispiel, was ich auch, glaube ich, hier schon öfter gebracht habe, ist tatsächlich 303. Da ist der Trailer wirklich, man erwartet einen ganz, ganz schnulzigen Liebesfilm. Und es ist wirklich so, dass da eine Schublade aufgemacht wird. Wir packen diesen Film mit durch den Trailer da rein und es ist erstmal das, was den Leuten vermittelt wird. Und das ist überhaupt nicht das, was der Film letztendlich wiedergibt. Und ich habe so das Gefühl, dass Trailer genau das machen. Die machen Schubladen auf und versuchen dann eben die Filme da einzusortieren, um es für den Menschen und für den Zuschauer irgendwie begreifbarer zu machen, was da letztendlich gezeigt wird. Was ja grundsätzlich auch irgendwo verständlich ist, denn du hast nun mal nur ja, 2, 2,5 Minuten Zeit, um einen 1,5-Stunden-Film in seiner Gänze anzupreisen, aber dann irgendwo auch wieder doch nicht, weil dann ist ja wieder gespoilert. Also ja, ist schwierig. Ich finde gerade bei so Actionfilmen gucke ich mir Trailer überhaupt nicht mehr an, weil das bringt mir nichts. Die Story ist da meist eh eher mau. Die Action, naja, dafür geht man dann ins Kino und naja, die will ich dann nicht unbedingt schon gespoilert haben. Ein absolutes Positivbeispiel wäre bei mir zum Beispiel Promising Young Women. Ein Film, der mich wahrscheinlich nicht wirklich vom Teller gezogen hätte. Allerdings, nachdem ich den Trailer gesehen habe, war ich Feuer und Flamme dafür, dass ich den unbedingt schauen muss. Also es geht definitiv auch in die andere Richtung, dass man sagt, okay, klingt jetzt nicht unbedingt so spannend von dem, was ich so gelesen und gehört habe. Ich schaue mir jetzt mal den Trailer an und der hat, ja gut, ich kann es nicht beurteilen, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber der hat meines Ich wollte Wissens gerade die nach, Frage stellen. ja, da bin ich aber auch, das ist mein Problem, da hänge ich gerne mal schnell hinterher. Aber der hat meines Wissens nach nicht so elendig viel gespoilert, hat mich aber sehr davon überzeugt, dass ich diesen Film sehen muss. Also Genau, das schließe ich an. Wir hatten das ja bei den Oscars und ich erinnere an Sound of Metal, wo wir boah. beide fast zu Tränen gerührt hier saßen nach irgendwie 1 Minute 40 Trailer. Ja. An Judas and the Black Messiah, wo du Schnipsel vom Acting bekommst der Leute in diesem Film und du denkst, holy shit, ist das krass. Sowas ist natürlich der Hammer. Und ich kann mich auch an hunderte Male im Kino erinnern und das machen ja alle. Du sitzt im Kino da und siehst die Trailer und denkst, oh, da muss ich aber rein. Was, Dracula Untold, eine schlechte Verfilmung von Dracula? Geiler Trailer, da muss ich unbedingt rein. Niemand geht jemals in diese Filme, aber man genießt die Trailer ja schon. Ich würde aber sagen, ich glaube, das hat X-Men Days of Future Past damals gemacht. Die haben Teaser primär gemacht. Also, ich glaube, nichts mit Sprechrollen oder so, sondern tatsächlich, lass es 20, 25 Sekunden gewesen sein, mit einigen Bildern, Sequenzen relativ schnell geschnitten, mit einer coolen Musik drunter, die passend ist für den Film. Und je weniger du bekommst, desto mehr feierst du jede Sekunde. Dann stoppst du dich halt da durch und guckst Frame für Frame, was da so geiler Scheiß bei ist und was du vielleicht verpasst haben könntest. Und wenn du jetzt halt den, keine Ahnung, fünften Maxi-Trailer bekommst und jetzt aber der endgültige 4-Minuten-Trailer noch zu den anderen 8 Trailern und Teaser-Trailern, so irgendwann hast du dann halt auch alles gesehen vom Film. Ja, aber da bist du dann natürlich auch irgendwo in der Eigenverantwortung zu sagen, ey, soll ich mir jetzt hier den eine Woche bevor der Film rauskommt nochmal den 4-Minuten-Trailer angucken oder soll ich es einfach sein lassen? Ich bin auch kein Freund davon und ich finde, es ist wirklich ultra spannendes Marketing und mutiges Marketing, wenn man eben nur mit so kleinen Teasern arbeitet. Und in einer optimalen Welt kommt das dann zu den optimalen, besten Resultaten. Aber ich befürchte, dass es wirklich mit solchen Sachen wie jetzt beim neuen Spider-Man, dass du da schon mal die Gastcharaktere revealst, dass das nun mal einfach deutlich, deutlich effektiver ist und dass deswegen auch weiterhin Schule machen wird.
Glaube ich tatsächlich auch. Ich habe vorher gerade eben tatsächlich sogar einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass in Studien nachgewiesen wurde, dass Zuschauer eher eine Karte kaufen, wenn sie viel über den Inhalt des Films vorab wissen, weil sie dann wissen, worauf sie sich einlassen und wo sie ihr Geld eben reinstecken, weil wir in so einer schnelllebigen Zeit leben, also so würde ich das jetzt interpretieren, wo man eben gerne weiß, okay, ich weiß, worauf ich mich einlasse, ist es das auch wirklich wert? Weil wenn ich sehe, der Trailer gefällt mir nicht, der Inhalt gefällt mir nicht, dann gehe ich da auch gar nicht rein und investiere meine Zeit irgendwie woanders. Und das finde ich eben so schade, weil du merkst einfach, so ein Film muss innerhalb des ersten Wochenendes performen, sonst fliegt er wieder raus. Und deshalb müssen wir einen Trailer machen, der eben schon, keine Ahnung, quasi wie ein eigener Film gemacht ist, also irgendwie so eine Dreiaktstruktur hat, dann eben möglichst die ganzen Highlights in dem Film schon drin hat. Aus dem Film schon drin hat. Und ich erwische mich immer selber dabei, wenn ich dann in so einem Film sitze, den ich mir wirklich anschaue, weil ich den Trailer gut fand und feststelle, dass die ganzen Highlights vielleicht schon im Trailer verpulvert, worden sind, dann gehe ich tatsächlich enttäuscht aus diesem Film raus. Also da, ich finde, der Trailer trägt da auch eine gewisse Verantwortung, um mein Kinoerlebnis hinterher irgendwie noch, toll zu machen, um es erlebbar zu machen. Das machen ja ganz viele Actionfilme so, dass sie dann tatsächlich, ich nehme jetzt mal einen Standard Jason Statham oder Bruce Willis macht nichts mehr, ne? Aber so ein Film halt. Dann hast du die fünf, sechs geilen Actionsequenzen, wahrscheinlich drei von vier coole One-Liner. Die packst du dann in den Film zum guten Schnitt und so. Zwischendrin sind 20 Sekunden irgendein romantisches Liebesding noch, bevor es weitergeht mit Schießen. Aber da kriegst du halt auch genau das, was der Film am Ende aussagt. Also, wie gesagt, wenn ich mir einen Action-Trailer angucke, dann erwarte ich jetzt halt auch nicht irgendwie ein eigenes Meisterwerk oder so, weil klar, das ist Stangenware, aber ich weiß, was ich bekomme, so, sowohl beim Trailer als auch beim Film. Ich wollte noch mal in den Raum werfen, zwei Sachen, aber zunächst mal das: Wie ist es denn bei euch mit Serien? Denn da habe ich ein deutlich größeres Problem mit Trailern als bei Filmen, denn das Problem ist, wenn du einen Serientrailer anfertigst, kannst du ja nur, wir nehmen jetzt random einfach 10 Folgen bei unserer fiktiven Serie, du kannst ja nur eine gewisse Anzahl von Folgen darin verbauen, weil meistens gewisse Twists oder so beinhalten, dass Charaktere sich verändern, dass Charaktere sterben, sonst was, und das halt über einen deutlich längeren Zeitraum als im Film. Das heißt, ich sehe im Zweifelsfall schon irgendwelche Ausschnitte, wo ich mir denken kann, okay, das wird jetzt nicht Folge 2 sein, sondern wahrscheinlich eher Folge 9. Das finde ich relativ schlimm, weil ich verstehe, dass sie nicht von den ersten beiden Folgen einen Trailer machen können, aber da ist die Spoilergefahr für mich deutlich, deutlich höher. Ich kann da ganz, ganz kurz tatsächlich das für mich abhandeln, denn für mich sind Serientrailer quasi fast non-existent. Also ich schaue keine Serientrailer. Nie. Und also ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich auch von meinen Lieblingsserien jemals wirklich einen Trailer gesehen habe. Also nicht, dass ich wüsste. Ich frage mich das ehrlich gesagt auch gerade, wo man sowas tatsächlich sieht. Weil Kino, klar, Filme siehst du halt da vor Ort oder bei YouTube, aber ich frage mich, wann ich wirklich mal einen Serientrailer gesehen habe. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt auf so Sachen gehe wie zum Beispiel Stromberg. Also klar, wenn du eine Dramaserie hast, wo du wirklich eine Entwicklung der Charaktere hast oder sowas, da finde ich das auch furchtbar. Also da würde ich mir das auch nicht anschauen wollen, weil ich will ja wirklich systematisch Schritt für Schritt erfahren, wie die sich weiterentwickeln. Aber wenn ich eine Sitcom habe, wo wir eigentlich uns nicht zwangsläufig irgendwo hinbewegen, sondern es wirklich um die Folge als solche geht und um die Situation zum Beispiel in dem Büro, wie jetzt bei Stromberg, dann macht mir das nicht so viel aus, weil dann werden da ein paar Gags reingepackt und dann weckt das in erster Linie Vorfreude und du weißt, das Feeling geht weiter. Aber wirklich eine Serie, die sich systematisch weiterentwickelt, da finde ich das auch nicht passend. Also, aber wo guckst du Serientrailer? Also, würde mir jetzt gar nicht auf Anhieb einfallen, wo das ausgestrahlt wird. Auf YouTube meistens. Ja. Also meine Beispiele wären jetzt tatsächlich die großen gewesen. The Mandalorian, Game of Thrones hatte immer, das waren Jahreshighlights, das waren so große mindestens 4, 5 Minuten Trailer, die pompös angekündigt wurden. Und da hast du dann aber halt auch im Trailer, sage ich mal, ich weiß nicht mehr genau, einen Drachenschatten siehst du so über der Hauptstadt. Und du weißt, okay, da bin ich noch lange nicht in der Story, dann wird das wahrscheinlich Folge 10 oder 12 sein, so die letzte Folge. Du versuchst halt deine gesamte Staffel zu verkaufen damit, wenn wir jetzt bei den Gesamtstaffel-Trailern bleiben. Und das finde ich sehr kritisch. Was ganz cool ist bei Serien, das finde ich zumindest, sind Folgenteaser. Die gibt es ganz häufig. Das Fernsehen macht das interessanterweise. Nicht viel können sie, aber das schon.
ich glaube, Arrow und so, das Arrowverse von CW hatte das auch, dass du so 20 Sekunden hast bis 25, wo ganz kurz die nächste Folge angeteased wird. So, das ist der Gegner, das passiert, boom, geil, tschüss. Da wird nichts gespoilert, kein gar nichts, aber du hast so einen kleinen Appetithappen schon mal. Das fand ich ganz cool. Wenn wir bei Serien und in kleinen Spoilern sind, dann möchte ich einschieben, dass ich ein großer Freund von Folgentiteln bin. Also minimalistischer geht es tatsächlich kaum noch, denn das ist ja meistens nur wirklich, das sind ein paar Wörter, maximal ein Satz. Aber da bin ich ein sehr großer Freund von. Sowohl bei Sitcoms, wie zum Beispiel Two and a Half Men, die das sehr geil gelöst haben, weil es wie so eine kleine Ostereiersuche war. Denn der Folgentitel war immer ein wörtliches Zitat aus der aktuellen Folge. Ich zitiere beispielsweise Staffel 3, irgendwelche Folgen, weiß ich nicht mehr. Ich arbeite für Caligula. Und irgendwann 5 Minuten in der Folge sagt Bertha: Oh Mann, ich arbeite für Caligula. Und du denkst dir: Ah Mensch, das hast du gerade gelesen. Okay, danach ist das benannt. Und darum dreht sich das dann wohl grob. Das fand ich immer ganz, ganz schön, dass es dem aufmerksamen Zuschauer nochmal was hingeworfen hat. Und naja, zumindest so einen kleinen Story-Teaser eben bei wirklich storylastigeren Serien. Finde ich eigentlich immer ganz schön. Wie ist denn das bei Games? Weil das ist so ein Bereich, von dem ich tatsächlich gar keine Ahnung habe, aber auch da sieht man ja hin und wieder mal Trailer, aber der wird ja letztendlich auch die Story in irgendeiner Art und Weise vorausgreifen, obwohl das ja eine Story ist, die man selber erst noch durchspielen muss. Ist das da störend, wenn man das Ganze dann irgendwie schon sieht, oder empfindet ihr das gar nicht so? Da kommt es ganz stark wirklich aufs Spiel an. Also, wenn du jetzt so einen typischen Call of Duty oder Battlefield-Trailer hast, dann kannst du den, glaube ich, mit dem klassischen Statham-Film vergleichen. Da wird halt geballert und ich kann auch ballern, so, das ist alles, was dir dann gesagt wird. Genau. Aber dadurch, dass so ein Videospiel für gewöhnlich einfach viel, viel länger geht als jeglicher Film. Also, ich erinnere mich an ein Spiel What Remains of Edith Finch. Ein Walking Simulator, dessen Trailer wirklich super viel schon verrät und sehr viele Sachen zeigt, aber du trotzdem nicht enttäuscht bist, wie zum Beispiel im Kino, weil du das trotzdem in den ganzen Stunden selber erlebst, in deiner eigenen Geschwindigkeit und mit deinen eigenen Gedanken, die du damit verbindest. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, es gibt da natürlich auch Sachen, die schlimm gespoilert werden könnten, aber gerade bei Story Games, wo du selber entscheiden kannst, wie schnell du von A nach B kommst, finde ich das persönlich gar nicht so wichtig. Und da haben sie gefühlt auch zumindest die besseren Studios oder Produktionsfirmen ein gutes Händchen für. Also ich erinnere mich jetzt an Red Dead Redemption 2, das war ein guter Trailer. Und wenn du ein Spiel machst, das gut seine 40, 50 Stunden in Anspruch nimmst, dann hast du, glaube ich, noch viel mehr Schiss darüber, aus Versehen Ende zu spoilern, als jetzt beim 80-Minuten-Film. Also da sorgst du schon ganz stark dafür, dass im Trailer nicht vorkommt, was, sage ich mal, im letzten Drittel des Spiels passiert, so an größeren Szenen. Würde ich meinen. Ja. Wenn ich noch einmal den Weg zurück zum Kino schlagen könnte. Und zwar habe ich habe ein bisschen rumgegoogelt und habe festgestellt, dass das früher teilweise auch ganz anders gelöst worden ist. Also jetzt ist ja dieser Druck da von den Studios, dass die sagen, okay, der Trailer muss so und so funktionieren, damit wir möglichst viele Leute letztendlich in den Film reinbekommen. Aber mal ganz, ganz weit zurückgegangen, in die Zeit von Alfred Hitchcock, das ist mal eins meiner liebsten Beispiele. Ich habe mir den Trailer von Psycho angeschaut. Und der funktioniert ganz, ganz anders, als es bei den Trailern heutzutage der Fall ist. Und zwar läuft Alfred Hitchcock als Regisseur persönlich durch die Sets quasi durch und rekonstruiert den Fall, der da passiert ist. Also das ist eine ganz andere, eine ganz kreative Art und Weise, an Trailer heranzugehen, die ich so in der Form heute im Kino, glaube ich, lange nicht gesehen habe. Und da habe ich nur gedacht, okay, das ist was, was ich mir vielleicht auch wünschen würde für die Trailer von heute, dass man sich da irgendwie neue Ideen einfallen lässt und nicht so dieses Standardschema irgendwie abarbeitet. Wir gehen da mit einem Gag raus und wir zeigen möglichst viel von der Action und die coolsten drei Sprüche. So, dass man sich da vielleicht irgendwas Kreatives einfallen lässt. Fast exakt das gleiche habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich mag alles, was aus dem Schema F rauskommt. Es gibt viele Western von damals und es gibt aus anderen Gründen. Alien Covenant war neulich so ein Alien-Film. Da haben sie leider ein bisschen zu viel gedreht und hatten dann noch Material übrig und haben gesagt, okay, wir veröffentlichen quasi Szenen auf YouTube. Ich sage jetzt nicht, dass das den Trailer ersetzen soll, weil das ist natürlich ein ganz anderer Schnitt, ein ganz anderer Hype-Faktor. Aber
Ich fand das sehr, sehr geil, dass quasi gesagt wird, okay, wir haben diesen Film, ich sag mal 100 Minuten, und wir haben aber jetzt noch drei Szenen über. Das heißt, in den 3, 4 Monaten vorher veröffentlichen wir jeden Monat auf YouTube eine 4,5-minütige Szene aus dem Film. Kinoniveau, Top-Szene, ne? Top-Sound, top alles. Das ist eine Szene aus diesem Film. Die musst du nicht gucken, also du hast keine Hausaufgaben für den Film, aber die gibt dir mehr Überblick, die gibt dir schon mal so einen Einstieg in den Film und die gibt dir so das erste Geschmäckle. Und das haben sie damals mit den Western auch gemacht. Da haben sie halt eigene Szenen gedreht. Die waren jetzt selten von großer Bedeutung. Aber da haben sie halt hin und wieder dann, keine Ahnung, der Protagonist ist irgendwie in so einer 3-Minuten-Szene, geht in den Saloon und schießt irgendwen über den Haufen und so und geht wieder raus. Dass du so eine Stimmung bekommst, okay, das ist ein Western, das ist der Typ, das ist ungefähr sein Charakter. Und ich weiß nicht, irgendwie diese Extra-Szenen haben für mich was. Das ersetzt keinen Trailer, klar, weil der anders geschnitten ist, aber ich finde das mega cool, wenn man irgendwie so ein bisschen über die Norm hinausgeht. Ja, das geht mir auch so. Und vor allem, aber solange es dann nicht die Geschichte irgendwie in eine falsche Richtung schiebt oder man das Gefühl hat, man kriegt jetzt was anderes, als man erwartet. Aber bei so einem Western, wo du wirklich nur den Charakter kennenlernst, passiert das ja nicht. Also da sehe ich mich auch, ja, das würde ich mir auch wünschen. Absolut. Also da kann ich nur mitgehen. Ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so revolutionär zu sagen, ey, ein guter Trailer wird dadurch besser, dass er was macht, was andere nicht machen. Aber ich finde, es ist wirklich kaum ein Medium so nach Schema F in den letzten Jahren gepresst worden, wie es Filmtrailer sind. Also du hast halt du hast schnelle Schnitte und das mit Percussions unterlegt. Du hast dieses scheiß Inception brrrt. Dann hast du irgendeinen dämlichen One-Liner oder irgendeine sehr bedeutungsschwangere Aussage, die in dem Kontext doch keinen Sinn ergibt, aber heiß auf die Story machen soll. Ah, vergiss nicht einen epischen Satz, dann wird langsam der Titel eingefadet und danach kommt eine Halb-Comedy-Szene, die ungefähr 6 Sekunden geht, mit Ja, so einem flotten genau. Spruch. Und Ein das waren Gag jetzt am gerade Ende. quasi 80% aller Trailer, sagen wir 90% aller Trailer der letzten 10 Jahre. Und das ist kein Witz. Es gibt brillante YouTube-Kanäle, die sehr gut schneiden können. Und da kannst du eingeben, was wäre, wenn der Star Wars-Trailer gemacht worden wäre, wie der Herr der Ringe-Trailer oder so. Und die nehmen halt das Schema und stülpen es einfach irgendwo drauf. Und du merkst sofort, okay, das hier ist jetzt ganz klar der Trailer auf den Film gemünzt. Aber es funktioniert. Also du kannst, das ist wirklich ein Muster. Das sind meinetwegen 10 Szenen, die ungefähr eine Beschreibung haben. Emotional, Action, 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 Spruch. Dann der Titel und dann noch eine witzige Szene. So, Punkt. Und da kannst du jeden Film draufsetzen. Also das Ja, ist wirklich ein Schema. aber das Problem ist halt, dass die Leute sich das angewöhnt haben, sich das anzugucken. Das hat ja irgendwo auch ganz viel mit Sehgewohnheiten zu tun. Und wenn wir das alle gewöhnt sind, dass es das so funktioniert, dann erwarten wir irgendwie dieses Schema F halt auch ein bisschen, vermute ich mal. So, und deshalb funktioniert das wahrscheinlich so gut. Also es ist auf beiden Seiten wahrscheinlich irgendwie gefordert. Also die einen müssen mutig sein und sagen, okay, wir probieren mal was Neues aus. Und die Leute müssen auch so offen sein und das dann annehmen und trotzdem in diesen Film reingehen und nicht sagen, okay, wir blockieren sofort. Also absolut, ich kann das ja nachvollziehen. Und wenn du nach Schema F arbeitest, ist das auch immer kostengünstiger. Also das ist logisch, dass es auch einfacher im Ablauf ist. Aber also ich kann nur für mich sprechen. Ich kann es nur noch mal sagen. Diesen Inception-Sound, ich kann ihn nicht mehr hören. Der bringt mich wirklich auf die Palme. Und es macht mich wütend, wenn ich dieselben Schnittabfolgen in drei Trailern hintereinander sehe quasi. Und das ist, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das noch viele Jahre länger trägt. Also ich glaube, irgendwann muss man aus diesem Muster mal wieder rauskommen und versuchen, irgendwo ein bisschen anders an Trailer ranzugehen. Und sei es, dass man eben vielleicht keinen klassischen Trailer macht, sondern eben, wie du vorgeschlagen hast, Johannes, man nimmt extra Material, was man vielleicht noch rumliegen hat. Kann ja vielleicht sogar noch kostengünstiger sein. Oder man nimmt halt einfach nur irgendwelche Snippets. Whatever. Aber, vielleicht mal ein bisschen mehr was trauen. Vor allen Dingen im Action-Genre. Wirklich, ich spüre da ein tiefes Inception-Trauma. Vielleicht sollten wir da nochmal gesondert drüber reden. Vielleicht. Also nichts gegen den Film, der ist geil. Nur das, was der Trailer mit uns gemacht hat, das ist ganz gruselig.
Dann können wir doch so als abschließendes Wort vielleicht an alle Produzenten, an alle Leute, die uns da draußen zugehört haben und vielleicht Filme produzieren oder Trailer machen, einmal den Wunsch rausgeben, aus diesem Schema F rauszugehen und vielleicht irgendwas zu produzieren, was mutig ist und was uns vielleicht auch mal irgendwie überrascht, wenn wir dann im Kino sitzen und dieses Gefühl von früher nochmal ein bisschen lebendig werden lassen. Das hast du sehr schön gesagt. Du hast Danke. auch als Ich habe einzige lange von dran uns, gearbeitet. du hast als einzige von uns dreien Kontakt in die Szene, also toi 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 in dem Fall schon mal. Ja, und ich gebe es mal weiter. Wir stärken dir den Rücken, aber du musst den Kampf ausfechten. Alleine. Hey. Danke fürs Dabeisein hier bei Mellies missbilligendes Mastermind. Ist kein schönes Wort, das Mittelwort. Nee, missbilligend. Ist auch, das klingt aber auch schon so. Puh. Ich setze da auch nächstes Mal mehr Hoffnung rein. Also da musst du was anderes dir einfallen lassen. Irgendwie. Du kannst auch selber mit Ideen kommen, ne? Das ist deine Rubrik. Du überrascht mich immer so schön. Es hat immer was. Ja, in diesem Fall sage ich Danke. Schickt uns Adjektive mit M. Und bis nächsten Monat. Bis dann. Ciao. Tschüss. Da sind wir wieder zurück zur Besprechung von How to Shell Draksh Online Fast. Fast in Klammern gesetzt, so ist der offizielle Titel dieser Serie, die auf Netflix läuft. Diese deutsche Netflix-Produktion, die wir hier besprechen. Schönen guten Tag, schön, dass Sie auch dabei sind, ein paar Sekunden nach der Halbzeitpause. Folge 4 von Staffel 3. Das ist korrekt. Before you turn the key, I have one more thing to say. Hast du da schon Assoziationen gehabt im Kopf? Ja, unbedingt. Also ich war Schlüsselloch, das müssen Schlüsselszenen sein. Ich war bei Wingardium Leviosa. Ja. Ich war, ja. Also ich habe quasi, es hat mir die komplette Folge gespoilert. Soweit würde ich nicht gehen. Da diese Folge sehr epochal ist und diese Folge schon relativ lang, weil also diese Folge How to Sell Drugs Online Fast sehr epochal ist, das würde ich nicht zu dieser Podcast-Folge sagen, die ist einfach nur lang. Deswegen werden wir diese Besprechung zweiteilen. Und die zweite, es geht schon so wie bei Harry Potter, der zweite Teil der Besprechung zur vierten Episode der dritten Staffel How to Sell Drugs Online Fast. Willkommen bei Stein vom Glashaus, liebe Freunde. Hier geht es einfach zu. Der kommt dann in der kommenden Woche. So. Ist eigentlich auch egal. Es ist super einfach eigentlich. Man muss dabei gewesen sein. Merkt euch 243 HTSDO Klammer auf, F Klammer zu und dann habt ihr es eigentlich schon. Ja, wir beginnen mit der letzten Folge, denn da gab es ja diese merkwürdige Endsequenz, wo sich Mo zwei Spaten bestellt hat. Genau. Noch irgendwas. Wo wir noch so ein bisschen am Überlegen waren, was genau will er jetzt mit einem Klappspaten? Genau, er hat den, glaube ich, in den Lüftungsschacht gepackt oder so. Korrekt. In Holland. Und wir beginnen in Holland bei einem Elternsprechtag. Genau. Ich dachte im ersten Moment irgendwie erst, dass die Mutter, die da sitzt, eine von den beiden Köpfen der Drogengeschichte ist. Hatte ich auch kurz, sieht ähnlich aus. Ja, ich war etwas verwirrt. Aber die Lehrerin war vor ein paar Folgen schon mal da, das war die, die Ecstasy bestellt hat. Genau, das kam mir dann auch wieder in Sinn, nachdem die Nachricht aufploppte. Unknown, bla bla bla, wir wissen, sie haben Drogen bestellt, aber mit einem kleinen Trick kann ich Ihnen helfen, 7 Kilo abzunehmen und aus dieser Geschichte rauszukommen. Genau, also alle Kunden werden gerade geblackmailed und gesagt, na, du musst nur eine Kleinigkeit tun, dann passt das schon. Ansonsten verpfeife ich dich und alles, was du jemals gemacht hast und deine Freunde werden alle sterben, keine Ahnung. Aber mach das Kleine hier, dann passt das schon. Interessanter Beginn. Der interessant übergeht in ein neues Intro. Das Intro ist das gleiche. Aber wir haben die normale Tonfolge, sage ich mal. Die Noten sind dieselben, nur diesmal gespielt von einem Orchester. Es ist orchestral unterlegt. Es ist deutlich, also es wirkt auch deutlich, deutlich epischer. Und das hat mich so ein bisschen off guard erwischt, wie man so schön sagt. Und ja, also ein Introwechsel innerhalb einer Staffel ist schon eher ungewöhnlich. Nicht unerhört, aber da... Es deutet irgendwie für mich so ein bisschen darauf hin, dass das vielleicht die letzten 3 Folgen der Serie sein könnten. Hui, auch interessant. Ich bin gespannt, ob Episode 5 dann auch also das gleiche Intro hat oder noch ein anderes, ob sich das jetzt steigert oder so. Ja. Zumindest ja, auf Guard trifft es ganz gut, denn
tatsächlich gab es das bisher noch gar nicht. Also das Intro war von Folge 1, Staffel 1, glaube ich, bis jetzt das gleiche. Genau, wir hatten in der ersten Staffel natürlich noch mit den Deliveries der Drogen so ein paar kleine Supercuts. Aber grundsätzlich, gerade die Melodie ist immer beständig gewesen bisher. Und wir sind beim Gegenwarts-Mo. Denn Faust ist so ein bisschen nicht die Parabel, so tief möchte ich gar nicht gehen. Das legt jeder für sich aus in der Folge, wie er das interpretiert. Ja. Aber Faust bezieht sich natürlich einmal darauf, dass das Buch Faust in diesen Abiturprüfungen, in der mündlichen Prüfung, in der sie gerade alle sind, relevant ist. Und zum anderen, ich glaube, Mo zitiert das so, dass man Böses tun muss manchmal, um Gutes zu erreichen. Und tut so, als lässt sich das, was er macht, irgendwie rechtfertigen, indem er alte Bücher aufklaubt und interpretiert. Was ich schön finde, ist, dass er das zugibt, was wohl die meisten auch erfahren haben, als sie Faust lesen mussten. Er hat es nicht zu Ende gelesen. Aber auch schön revealed. Schöne Ehrlichkeit. Das sagt das Buch aus. Also vielleicht, ich habe es jetzt nicht zu Ende gelesen, aber das ist ungefähr so. Es folgt einer der schönsten Supercuts der Serie bislang, was einiges heißt. Definitiv. Denn also es gab viele. Tierisch aufwendig. Genau, denn da geht es jetzt um den Spaten, also das, was Mo angeleiert hat, sein großer Masterplan. Alle Leute, die er geblackmailt hat, haben quasi einen kleinen Job, nämlich will er einen Drogensack, einen großen Sack mit Ecstasy aus den holländischen Unternehmen rausschleppen. Und jeder trägt den Sack quasi 5 Meter zum Container, zum Auto, vom Auto auf eine Brücke, von der Brücke aufs Boot, vom Boot an den Strand, vom Strand irgendwo ins Gebüsch, vom Büsch wird es vergraben, dafür war der Klappspaten da. In der ganzen Folge wird nicht aufgelöst, warum zwei, hatte ich mich verguckt. Ich dachte, es wären zwei. Wahrscheinlich einmal die Person, die das Loch aushebt. Ah, okay. Und das macht Sinn. Natürlich sein eigener, als er das Ganze dann wieder ausgräbt. Genau, er gräbt es am Ende aus. Punkt ist am Ende der, er hat einen Sack voll Drogen. So, ja. Da stehen wir. Das war sein Masterplan. Genau, ich war anfangs nicht ganz sicher, ob das tatsächlich die Polizei ist, die da die Daten jetzt bekommen hat aus irgendeinem Grund. Oder ob Mo tatsächlich derjenige ist, der die Leute blackmailt. Es wird dann relativ schnell aufgeklärt. Genau, gerade das mit dem Boot fand ich cool. Ja. Klar, das ist jetzt vielleicht nicht die realistischste Szene, aber das Timing muss cool sein. Das sah schon geil aus. Das war schon geil. Auch, ah nee, da kommen wir später zu. Denn wir sind an der Autobahn. Ich möchte kurz den Frikandel-Automaten erwähnen, den ich in Folge, glaube ich, 13 dieses Podcasts angeteased habe. Es gibt in Holland, für alle, die neu dabei sind, hallo, Automaten, wo Essen drin ist. So spart man sich das Gespräch und jegliche Interaktion mit Menschen, die das verkaufen. Sondern du hältst deine Karte vor, steckst eine Münze rein irgendwie, dann geht die Klappe auf und du kriegst ein frisches, warmes Gebäck. Sei es Frikandel, sei es Poffertjes. Poffertjes eher selten, was ist ein Nachtisch. Wie heißt denn das andere? Kroketjes natürlich. Sowas. Meistens ist es sehr frittiert, sehr fettig, käsig, fleischig, sonst was. Also gemeinhin bekannt als die wohl sinnvollste Erfindung der letzten 250 Jahre. Genau. Und an dieser Autobahn gibt es, die scheinen noch in Holland zu sein, gibt es eine Frikandelautomat. Ich glaube, Lenny isst es sogar. Genau, Dan sagt sogar, er wartet auf seine veganen Frikandeln oder so. Genau. Also das hat mich sehr abgeholt, die Szene. Absolut. Also ich habe das Ding gesehen, dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und es hat sich dann irgendwann rausgestellt, doch, das ist tatsächlich genau das, was ich denke, was es ist. Und ich war ein bisschen kurzzeitig sehr gehypt. Vor allem an der Raststätte. Also ich habe verstanden, dass das in den Innenstädten ist. Das macht Sinn, dahinter ist dann halt so ein Laden. An der Raststätte, mega geil. Das ist ultra geil. Gibt es die wirklich an der Raststätte da? Das weiß ich nicht. Also wenn ja, dann sind die Niederländer echt ein verwöhntes Volk. Es tut mir leid, das ist wirklich purer Neid. Ich habe viel rausgefunden zu der Folge, aber nicht das. Hätte ich vielleicht nachschauen sollen. Punkt der Szene ist aber ein ganz anderer, denn Dan kümmert sich weiterhin um Lenny. Und Lenny sagt, ja, mir geht's immer noch nicht so gut und schluckt die Tabletten. Aber Dan hat vorgesorgt und hat Pilze mitgebracht. Wahrscheinlich aus Holland in dem Fall, weil er noch seine kleinen Dealer hat, die gegen die Schmerzen was tun sollen, was echt cute ist. Schon, ja. Ja, er ist die ganze Zeit schon wieder echt ein netter Bursch. Außer sagt sie, ja, auch deine Pillen, die du dann nimmst, ist jetzt auf Dauer auch nicht so gesund. Ja, surprise. Aber ich habe ja keine andere Wahl. Aber es ist schon süß, wie er sich auch weiterhin Gedanken um ihn macht. Süß ist vor allem Moritz. Denn Moritz lässt seinen riesigen Sack voll Drogen gar nicht mehr los, sondern trägt ihn mit sich rum zur Sicherheit.
und regt sich dementsprechend fürchterlich über diese Mini-Mini-Tüte an Pilzen auf, dass das unverantwortlich sei, solche Drogen mit sich rumzuschleppen, während er diesen riesigen Sack Ecstasy in der Hand hat. Das, klar, es ist stumpf, aber auch stumpfe Comedy ist gute Comedy. Ja, wenn sie gut rübergebracht ist, auf jeden Fall. Und das ist ja bei den dreien sowieso immer der Fall. Apropos Drogengang. Sie sind wieder da. Sie sind wieder da. Ich, das waren, beim Wrestling spricht man vom Markout-Moment. Also wenn Markout, Fanout, da gibt es halt den Cheap Pop. Da kommt jemand zurück, der einfach universell beliebt ist bei allen Menschen. Dann feiern es die Leute. In diesem Fall sind es Fritzi und Gerda und das war mein kleiner Markout-Moment. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich auch sehr gefreut. Wie heißt der andere Dude nochmal? Joseph oder so. Joseph. Der ist, also, es tut mir leid, da muss ich jetzt auch wirklich ein bisschen Kritik an der Serie üben. Also, es gibt keinen egaleren Charakter. Witzig ist der, ich habe seinen Schauspielernamen nicht, in den meisten Artikeln vor Erscheinen der Serie stand ja, dass er eine Hauptrolle übernimmt. Nicht. Also, da ist selbst der Lehrer eine größere Hauptrolle. Zwei Folgen sind noch, vielleicht wird er krass relevant, klar. Das kann natürlich sein, ja. Bisher ist das hinter dem erweiterten Cast. Ja, also bisher ist der wirklich komplett forgettable. Was ich aber auch wirklich überraschend finde, denn in dem ganzen Promomaterial zu Staffel 3 war er ja auch wirklich relativ prominent immer gefeatured. Ich dachte, er stößt jetzt einfach als Teil der Gruppe hinzu. Ist er ja scheinbar auch, aber er ist völlig irrelevant bislang. Er hätte jetzt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber er hätte nicht existieren können in der Serie und es würde nichts anders laufen. Na gut, am Ende gibt's von dieser Folge gibt's ja noch einen kleinen Moment, was vielleicht noch was aussagen könnte. Thema kinky Fotos. Ja. Ja gut, aber weiß ich nicht. Bislang. Es gibt ja auch noch zwei Folgen. Ja noch. Vielleicht wird dann noch einiges passieren. Der neue Drogenboss, wer weiß. Geschrieben habe ich zumindest, die Drogengang ist back. Sie kiffen im Zimmer von Fritzi, müsste das sein. Mhm. Fritzi nimmt Ritalin, die anderen rauchen Gras. Das ist auch schön, das ist einfach süß. Ja. Unterhalten sich so ein bisschen über die Zukunft. Lisa will Journalismus machen. Das ist, ich habe mit Fritzi gefühlt. Also Fritzi, wir erinnern uns an Fritzi aus Staffel 1, die, vielleicht wird das jetzt relevanter, fällt mir gerade ein. Ich wollte gerade sagen, sehr themenfremden Monolog gehalten hat. Einer der besten Monologe der Serie. Allerdings nicht wirklich relevant, weil sie gesagt hat, und alle anderen gehen dann weg nach dem Abi und ich bin jetzt ziemlich cool, klar, in der Schule. Aber wahrscheinlich werde ich danach in Rinseln hängen bleiben und nichts Cooles machen. Jetzt haben alle schon so Pläne. Also Lisa will, heißt sie Lisa? Ja. Ja. Will Journalismus machen, Gerda Meeresbiologie. Und sie fühlt sich so ein bisschen überrumpelt von allen und merkt, okay, so alle anderen machen diesen Schritt raus gerade. Ich wahrscheinlich nicht. Ich kann mich nicht hundertprozentig reinfühlen. Bei mir war es nicht so, aber schon. Doch, ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen, denn ich bin nicht so elendig weit weggegangen von der Schule aus. Bin zwar umgezogen, aber nicht merklich weit. Und es ist schon wirklich beängstigend und befremdlich, dass die Community, die du um dich geschart hast für die letzten 6, 7, 8 Jahre, die du täglich gesehen hast, egal ob du viel mit ihnen zu tun hattest oder wenig, jetzt teilweise auf anderen Kontinenten sind, geschweige denn in deiner Nähe. Und da gibt es zumindest in meinem Umfeld tatsächlich einige, die nicht mehr in diesem Kontinent, auf diesem Kontinent wohnen, von A nach B trampen und teilweise ja hunderte, tausende Kilometer entfernt studieren, arbeiten, sonst was. Und es kommt irgendwann der Moment, wo dich das trifft wie ein Schlag, dass du merkst, okay, für mich ist dieser Moment jetzt also auch gekommen, dass genau da sich dieses soziale Umfeld so komplett auflöst. Und ich glaube, das ist etwas, womit sie da in dieser Szene so krass konfrontiert wird, weil sie immer sagt, okay, ja, klar, Lisa geht weg, die wollte ja schon immer weg und der und der geht weg, aber dass Fritzi auch weggeht, dass Gerda auch weggeht. Nach Kiel. Damit hat sie, glaube ich, nie wirklich gerechnet und das ist so der letzte Anker, wo sie sagt, okay, fuck, jetzt gehen alle weg und ich bleib hier zurück. Also, das tut weh. Und ich kann wirklich nachvollziehen, dass sie da so dran zu knabbern hat. Und richtig geil gespielt. Ja. Leonie Wesselow? Ja. Leonie Wesselow. Es gibt in dieser Folge ungefähr 7 oder 8 MVPs, aber sie ist für mich einer davon,
Wahnsinn. Also dafür, dass sie bisher Side-Character war und wenn wir ehrlich sind, mit Gerda meistens so ein bisschen entweder Comic Relief oder einfach nur Sidekick-Material. In der Folge delivert sie. Das ist schon geil. Auf jeden Fall. Ich lese schon die nächste Szene. Wir fahren zurück aus Rotterdam nach Bonn. Dan hat Musik angemacht. Und ich habe mich in meinen Notizen schon über die Musik beschwert. Es wurde dann auch Plot-Device, aber ich habe mich vorher schon darüber beschwert, dass die Scheißmusik hören. Es läuft Rotterdam von Miami Yechin und ich möchte kurz zitieren, ich habe mir das aufgeschrieben. Fick Pocahontas, Tick Coca en masse, 300 km/h, heuer Vollgas. Das sind einfach nur Wörter, das ist nicht mal ein Lied. Wir hatten ja heute schon die Top 500-Liste des Rolling Stone. Ich das wage zu behaupten, da kommt es nicht rein. Vielleicht in die Flop 500. Sorry, Miami Yachin, vielleicht machst du sonst auch richtig gute dramatische Musik. Das war jetzt nix, sag ich mal. Würde ich auch so unterschreiben. Kenne aber nur den Ausschnitt. Er hat eine Playlist gemacht, die auch öffentlich ist. Sehr süß, Dan. Die Idee ist nett. Also ist ja schon ganz witzig. Aber es ist so typisch Dan, dass das wieder scheiße ausgeführt ist. Wie dem auch kommen muss, die Polizei fährt ran. Da habe ich mich wiederum sehr verbunden gefühlt. Also bei mir hat noch keiner von der Seite gewunken und das ist ein sehr hartes Winken, ne? Schön ja. Seite ran, Polizei fährt ans Fenster, darüber fährt dann einmal vor, kurz Blaulicht an. Ganz mieses Gefühl, ich wurde zweimal angehalten. Dreimal, zweimal. Echt, ich noch nie. Also einmal wurde zumindest ich nicht im Auto. Mehrmals geblitzt, aber einmal halt geblitzt mit direkt anhalten danach. Das ist eine harte Konfrontation. Das ist unangenehm. Bruder, ich weiß, das war jetzt falsch von mir. Was soll ich dir erzählen? So, ich weiß, ich darf jetzt auch nichts zugeben. Ihr habt literally vor 10 Sekunden gemessen, dass ich deutlich zu schnell war. Doch, du darfst, also bei sowas darfst du, glaube ich, tatsächlich. Normalerweise gilt ja die Devise, die ich auch stark vertrete, niemals mit der Polizei reden. Es kann genau. dir nicht helfen. Das war auch in meinem Kopf. Immer. Und du hast ja erstmal Panik, wenn die dich anhalten. Genau, aber gerade bei sowas ist es, glaube ich, gar nicht so ein Riesenproblem, wenn du weißt, okay, ich bin zu schnell gefahren und sie sagen, ey, wir haben dich hier im Zweifel auf Kamera, wir haben dich hier auf Bild und hier oben haben wir die Messung. Dann, du kriegst ja sogar die Möglichkeit, vor Ort schon zu bezahlen. Und da kannst du, glaube ich, nicht viel falsch machen. Würde ich das mal tatsächlich auf jeden Fall machen. Wusste ich da nicht, hab dann Post und dann war alles umständlich. Genau, also ich glaube, da ist eine der wenigen Ausnahmen sonst wirklich Tipp für alle, egal wie, ja, mag auch sein, Freund und Helfer und bla bla, niemals, niemals irgendwas ohne den Anwalt sagen. Nie, 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 nie. Egal wie gut ihr es meint, nie. In dem Fall war es aber auch sehr lieb. Also er kam halt an, es war auch nicht dieses, na, wissen Sie, warum wir sie angehalten haben oder so ein Scheiß, sondern es war halt, ja, guten Tag. So, ich mache hier meine Arbeit, sie tut mir jetzt lang. Mehr weh als ihn. Das Gefühl hat er vermittelt, das war sehr nett, deswegen habe ich mich hier sehr verbunden gefühlt. Ein weiteres Mal habe ich mich sogar sehr gefreut, da habe ich einen Drummer in den Harz gefahren und habe den so einen Abend begleitet da. Der hat auf irgendeinem Stadtfest gespielt und danach halt mit seinem Schlagzeug wieder ins Auto und nach Hause gefahren. Natürlich ist da die Polizei auf der Lauer, wenn irgend so ein kleiner alter Skoda da lang fährt und von so einem Stadtfest wegdümpelt. Ja. Sah auch aus wie eine Kifferkarre, das muss man dazu sagen. Das stimmt. Und da habe ich mich echt gefreut, weil das war das erste Mal und ich war, ich glaube, ein bisschen zu hibbelig. Also ein bisschen zu sehr nah. Wollen Sie noch irgendeinen Test machen oder so? Und dann, das weiß ich noch. Und er sagte dann, ja, Ihre Pupillen sind sehr groß. Und dann habe ich ihm wirklich nur geantwortet, weil das ist meistens so bei mir. Ja, das sagen mir viele. Und dann war das Gespräch vorbei. Es war sehr awkward. Das klingt aber auch so wie so eine richtig schlechte Ausrede. Sie haben nur noch eine Spritze im Arm. Ja, das muss so. Ja, es war sehr seltsam alles. Weird. Ich durfte dann weiterfahren. Zumindest hier, ich habe mich abgeholt gefühlt. Ja. Und sie also, halten ja auch an. Und da muss ich jetzt einen kleinen Recherchebogen spannen, denn weißt du, wo sie anhalten? Nein. Nein, weil du kein Journalist bist. Das heißt. Das ist absolut richtig. Sie halten an der Landesstraße 213. Okay. Am RWE Power AG Kraftwerk in Neurath. Ah, das war das unsäglich unschöne Ding im Hintergrund. Ja, das Panorama ist eigentlich ganz hübsch, klar. Also Kraftwerk ist jetzt erstmal schlecht für alle, aber das Gesamtpanorama war ganz cool. Das ist auch das Einzige in der Gegend, was cool ist. Herzlich willkommen im Ruhrgebiet. In Neurath. Das ist nicht nur ein cooles Panorama, das macht auch unglaublich viel Sinn. Denn sie hätten
jeden Weltparkplatz nehmen können, den man niemals herausfindet, jede Raststätte, jeden, keine Ahnung, jeden Feldweg, um vor 5 Bäumen irgendwas zu drehen. Sie haben aber tatsächlich ein Stück von einer Straße genommen, das auf dem Weg liegt von Rotterdam nach Bonn, wo unser Rinseln ist, was auf der exakten Route liegt und was Sinn macht, dass man von der Autobahn, wo sie drauf waren, runterfährt, um da dann kurz zu halten an dieser Stelle. Die kann man auch bei Google Maps gut finden. Macht nicht viel Unterschied, wo sie es gedreht haben, ist aber nice, dass das inhaltlich halt komplett kohärent ist. Das ist wirklich schön. Oh, ich liebe sowas. Also Props. Tatsächlich, das ist ja auch die deutsche Polizei, das ist nicht mehr in Holland, das sieht man. Und sie halten halt genau da. Also ja, einfach ja. Dicke Props. Ja. Es beginnt eine sehr starke Szene. In der Lenny über sich hinauswächst. Also da war ich auch ein bisschen schockiert. Habe ich ihm nicht zugetraut. Am Ende alle. Ich war nervlich zwischendurch am Ende, denn als sie begonnen haben, wir erinnern uns, ein riesiger Sack mit Ecstasy liegt im Kofferraum. Die Polizei hält sie an. Wissen genau, die kommen gerade aus Holland, diese drei Jugendlichen. Die gut, auch, es ist eine Einladung. Während ehrlich. Die Polizei neben sie fährt, so richtig dumm zu dritt nebeneinander aus der Wäsche schauen und rüberstarren. Sie sehen schon aus wie Drogis. Und in meinem Kopf dachte ich mir, okay, Serie überrascht mich. Es gibt keinen glaubwürdigen Ausweg, wie die Charaktere aus dieser Szene rauskommen. Und sie haben mich überzeugt. Ja. Aber zwischendurch dachte ich mir, entweder schafft ihr jetzt ein großes Plothole oder Plot Protection, wie immer man das nennen mag, oder ihr habt gerade richtig verkackt. Aber nee, es läuft richtig gut. Ja, absolut. Und zuerst lässt uns der Serienschreiber glauben, dass Mo erneut alle verarscht, nur um seinen eigenen Arsch zu retten. Denn, zur Überraschung auch der Polizisten, sagt er, ja, okay, wir haben Drogen dabei. Aber damit habe ich nichts zu tun, das waren die beiden da vorne. Ich wollte das gar nicht. Classic Mo. Ja, Classic Mo. Er geht nach hinten, guckt nochmal kurz auf den Sack voller MDMA und zieht dann die schon bereits gesehenen Pilze raus. Und guckt erstmal auf den Pistolenknauf, der auch noch in so einem Beutel vor ihm liegt. Oh ja, stimmt. Und holt dann halt diese Mini-Tüte. Also wir sprechen von einer wirklich kleinen Plastiktüte mit diesen Pilzen. Und die halt, so habe ich es jetzt verstanden, auch keine überharten Drogen sind, sondern ja, das ist berauschend und macht die Schmerzen ein bisschen weg, aber das ballert dich jetzt nicht aus dem Leben. So. Scheinbar, ja. Die holt er dann raus und geht komplett ab und es tut uns so leid. Und dann kommt die große Szene von Danilo Camperides, den wir auch hin und wieder gesagt haben, war überdurchschnittlich, aber nicht Top-Acting. Jetzt in den letzten Folgen haben wir gesagt, holy shit, das ist Top-Top-Acting. Mhm. Jetzt muss ich sagen, holy fucking shit, das ist Triple-Top-Acting. Ja, also der holt nochmal alles raus jetzt hier zum Ende der Staffel oder zur Mitte der Staffel. Ein genialer Gedankengang. Sich selbst auch sehr zu degradieren. Er nimmt einen Schokomel und packt ihn sich in die Hosentasche. Wo ich mir erst dachte, okay, da konnte ich jetzt keinen Zusammenhang ziehen zwischen dem, was er macht und zwischen dem, was er jetzt sich erhofft zu tun. Aber ja, es ist der kaputtgegangene Katheter, den es darstellen soll. Sehr eklig, aber effektiv. Genau, also er schließt natürlich an Moos Geschichte an, von wegen es geht hier nur um Lenny und er wollte ja noch einmal in seinem Leben Freude empfinden, holt natürlich dramatisch langsam den Rollstuhl aus dem Auto, während die Polizisten mitleidig bis überfordert gucken, weil sie jetzt diesem armen Menschen unter Druck setzen, der sich gerade eingekackt hat und seinen Rollstuhl rausholt und der völlig am Ende ist und nur einmal im Leben ohne Schmerzen noch kurz sein wollte. Hart. Hart? Richtig hart, aber genial. Aber stark. Erwähnen möchte ich, dass auch Maximilian Mund so vielschichtig spielt. Also zwischen, es war alles ihre Schuld, wir haben Drogen geholt, ich gestehe, zu, das sind Lennys Drogen, er wollte doch nur bla bla bla. Und dann ist es dieses Zusammenspiel, also Maximilian Mund, Mo, merkt immer wieder, dass Lenny übertreibt. Das heißt, er spielt teilweise mit, guckt dann aber wieder völlig entsetzt, wenn Lenny ein bisschen zu drüber ist, gerade mit dem Weinen am Ende, muss ja. Zwischendurch mit Lennys Idee, mit dem, wie heißt das Ding, Schokomel? Ja, ich denke mal, es war ein Schokomel. Muss dann, während er sich wegdreht, kurz grinsen, also in Character grinsen,
weil das halt, weil er selbst überrascht ist von dem, was Lenny tut. Also du kannst allein im Gesicht von Maximilian Mund in dieser Szene so viel ablesen, das ist krass. Ja. Sehr also krass. Wirklich starke Szene. Von allen Beteiligten. Was ich danach wieder einkassiere, das ist komplette Husos, habe ich mir aufgeschrieben. Machen sich dann im Auto über den Polizisten lustig. Der also nun wirklich moralisch absolut richtig gehandelt hat. Oder beide Polizisten, ja. Also ja, sie nehmen ihnen halt die Pilze weg, so von wegen, das ist illegal, aber ihr könnt weiterfahren. Sie machen sich im Auto dann drüber lustig, weil der Polizist wohl gesagt hat, er hat selber einen krebskranken Neffen und kann das nachvollziehen und so. Boah, Leute. Also, weiß ich nicht. Es gibt schlechte Verlierer, aber es gibt auch schlechte Gewinner. Definitiv sind das schlechte Gewinner. Das fand ich auch irgendwie, das wirkte auch so out of character. Also gerade für, also für Mo jetzt nicht unbedingt, der hat es auch nicht unbedingt immer so mit Empathie, aber dass Lenny da mitmacht. Ich verstehe die Erleichterung, klar. Die Szene dauert allerdings auch nur so 15 Sekunden. Tone down oder so hätte man, also so ein Stück runterdrehen können, hätte man das. Ja. Wirkte sehr krass, also sehr, man verspürt sehr viel Antipathie gegenüber den eigentlichen Protagonisten. Ja. Weil das war echt fies. Das war eine Nummer, ja. Absolut. Ja, aber sie sind zurück in Rinseln. Im guten alten Rinseln mit ihrem Sack voll Beute. Bei Marie im Creator Studio. Sie ist am Schneiden. Und es ist das, was jeder, der schon mal geschnitten hat, kennt. Du hörst ein und denselben Satz tausendmal und irgendwann kannst du deine eigene Stimme nur noch verfluchen. Aber ja, sie macht das Ganze ja scheinbar sehr, sehr professionell. Mit einem Touchpad bei Premiere Pro. Glückwunsch, Marie. Ja, das ist... Play it yourself. Pain in the ass. Dann verstehe ich auch, warum man 1000 Versuche braucht, um irgendwas zu schneiden. Da bin ich ganz ehrlich. Was ich persönlich an der Szene zunächst mal mag, ist, dass Dan den Hund entdeckt. Also gerade bei Touchpad muss ich nochmal ganz kurz einschreiten. Da kommt es auch drauf an, wie man es einsetzt. Ich habe damals keine Maus gehabt und habe First-Person-Shooter online mit dem Touchpad gespielt. Also ich habe selten so viel Mitleid für dich empfunden und wir machen seit 115 Folgen diesen Podcast. Das war wirklich nicht schön. Nee, das hättest du auch Minecraft mit dem Touchpad spielen können. Nein. Habe ich auch gemacht. Okay. Ich hatte lange Zeit keine Maus. Die Dinger kosten halt 8,99 oder ich so. Ich weiß auch nicht, was da das Problem war. Ich glaube, das war eine USB-Maus, die ich hatte. Und der USB-Eingang war irgendwie im Arsch von dem Laptop oder so. Das ist blöd. Funkmaus musste ja auch USB reinstellen. Vergiss es. Dan entdeckt den Hund, das wollte ich nur sagen. Und er ist ganz entgeistert. Wir hatten schon vor 4 Folgen oder 3 Folgen das mit Lenny, denn der Hund war ja aus der letzten Staffel, wo Mo eskaliert ist und ihm dann ein Bein abgeschossen hat, was dann abgehackt wurde von den Albanern. Bisschen eskaliert, aber alle dachten halt, der Hund wäre tot, den hätte er vergraben. Lenny hat ihn neulich schon gesehen, als er reinkam und sie Charade spielen mussten und war ein bisschen überrascht, bis irritiert. Dan tickt völlig aus. Warum ist der Drogen und hier und warum hat er 3 Beine? Schön finde ich den roten Kreis mit Pfeil, den er mitschickt. Hier fehlt übrigens ein Bein, falls noch nicht aufgefallen ist. Beschwert sich auch im Gruppenchat. Die gesamte Szene jetzt, die sitzen ja auch gleich noch zusammen, ist sehr hübsch gedreht, weil irgendwie alle Shots sind synchron oder symmetrisch, meinte ich damit. Also ist alles symmetrisch angeordnet, es ist irgendwie immer alles gerade, immer sind 2 Charaktere, einer ist links, einer rechts, einer in der Mitte, das sieht alles sehr cool aus. Auch das Licht, es ist ja ein Creator Studio, ich weiß, aber es ist sehr warmes, buntes Licht. Das sieht sehr schön aus, ästhetisch, sehr ästhetisch da drin. Genau, und der Mo will jetzt, dass seine kleine Schwester sich doch bitte für eine gewisse Zeit aus ihrem eigenen Studio verzieht und am besten auch den Hund direkt mitnimmt. Und ja, sie ist nicht blöd. Sie verhandelt hart, sie verhandelt bestimmt und sie verhandelt für sich raus, dass sie 400 Euro insgesamt pro Stunde bekommt, um sich mit einem Hund zu beschäftigen. Das nenne ich einen Traumjob. Also ich persönlich ziehe auch raus, dass sie Mo behauptet, er will ein Katzenvideo drehen. Das nimmt sie ihm nicht ab. Ich glaube, es ist ja relativ egal, was er macht. Aber dass er das nicht macht, genau, wird sie wissen. Ich mag ihren Satz, Susi scheint sich sehr wohl in der Garage zu fühlen, weiß auch nicht warum. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Geruch von fehlendem Ecstasy noch irgendwo herumschwirrt und dass Susi das ganz geil findet. Ja. Attention to Detail. Mo und Marie haben einen eigenen Handschlag, mit dem sie den Deal besiegeln. Das ist so ein
nicht ganz so eine Mischung aus Faust und Handschlag, wo sie quasi ihre Fingerkuppen ineinander verhaken. Finde ich nice, weil das sind Bruder und Schwester. Safe haben die einen eigenen Handschlag. Mhm. Fand ich cool. Ja, süß. Süß, dass daran gedacht wurde. Habe ich aber tatsächlich gar nicht gemerkt. Hatte auch nur ein ganz kleiner Moment. Aber attention to detail. Und Dan macht die Tür zu. Eine Tür, die später noch wichtig werden könnte. Oh. Und sie werfen sofort alle Drogen auf den Boden. Da habe ich, und das kommt jetzt zwar noch nicht, aber da habe ich mir gedacht, Digga, wenn jetzt jemand reinkommt. Das kannst du nicht mehr erklären. Das verstehe ich auch nicht. Warum? Wo ist denn der Vorteil? Dann legt den Sack doch in die Ecke und holt euch nach und nach das da raus. Ja. Aber alles auf den Boden zu schmeißen. Das ist kompletter Quatsch. Also du hinderst doch sogar die Effektivität. Du musst es doch eh alles wieder irgendwie ordnen. Naja. Naja. Wir sind ganz, ganz kurz bei Fritzi, die eine tragende Rolle spielt. Ich glaube, Lisa ist unter der Dusche bei ihr. Ja, so habe ich das auch interpretiert. Und Fritzi liest auf dem Handy mit. Ich glaube, Joseph schreibt an Lisa, dass er das ja nicht verraten wollte. Er hat das vorhin irgendwas ausgeplaudert mit, ich glaube, Lisas Zukunft mit dem Journalismus, was Fritzi nicht wusste. In diesem Fall geht es darum, dass er das mit Mo ja immerhin nicht erzählt hat. Die Geschichte mit Mo. Mhm. Das Fritzi liest. Und Fritzi ist ein bisschen getriggert, weil alle Menschen anscheinend alles wissen, außer sie. Und das ist schon fast ein bisschen Sünde, weil sie sich ja ohnehin schon so abgehängt fühlt. Und jetzt ist sie quasi schon abgehängt, obwohl alle noch da sind. Und alle reden weiter über irgendwas, aber sie haben weiter Geheimnisse vor ihr. Also sie merkt halt, dass es immer mehr Geheimnisse gibt, die sie nicht weiß. Das ist, ach, Fritzi, tut mir leid. Das ist schon hart. Wir sind zurück in der Garage. War nur ein ganz kurzer Ausflug. Und ach, ich mag's. Ja, aber mir tut der Dan so leid. Dan ist in der Mitte und erzählt ganz stolz, er könnte studieren, wenn er sein Abi schafft. Und er wäre auch angenommen und so. Und das würde alles laufen. Marketing an der Uni Iserlohn. Es interessiert keine Sau. Also ja, gut, okay. Dass Mo sich nicht freut und das maximal geheuchelt kommt, ich bin nicht schockiert. Aber was macht Lenny da? Warum ist Lenny auch so hochnäsig zu ihm? Was soll das? Ich hab's auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also das finde ich echt arschig. Der Typ, der sich literally für ihn prostituiert hat. Damit er seine Medikamente kaufen kann. Ich hab's interpretiert, dass also Mo und Lenny quasi wieder so ein Dreamteam ist, dass Lenny sich nicht mehr ganz so zu Dan hingezogen fühlt. Ja. Trotzdem. Also ich weiß nicht. Ich würde das ähnlich interpretieren. Aber dann würde Lenny als Charakter in meiner Gunst unfassbar sinken, weil das echt arschig ist. Dennoch, Lenny danach mit dem Gag der Folge, der komplett random ist, sie liegen alle im Bett und lernen noch ein bisschen und diskutieren, ob das Licht aus soll oder nicht. Lenny schläft anscheinend und murmelt dann vor sich hin, heute war ein schöner Tag, ich hoffe, dass sie gar nicht merken, dass ich gar keinen Krebs habe. Und er hat das, also es wirkte halt so überzeugend, dass er auch nicht kurz Schiss gehabt hat und dachte so, ne, das kann nicht euer Ernst sein. Und dann fährt er halt herum und sagt, ey, jetzt mach das scheiß Licht aus. Und der hat sie nur hochgenommen. Komplett random, macht keinen Unterschied, ob der drin ist oder nicht. Habe ich sehr gefeiert. Ja. Fand ich sehr gut. Absolut. Weil ich glaube, von Mo kann man das Gesicht nicht mal sehen, von Dan ein bisschen, aber so dumm haben sie selten aus der Wäsche geguckt. Das stimmt. Weil da wären nicht nur wir als Zuschauer überrascht gewesen, sondern auch diese beiden Herrschaften. Ja, es ist ganz nett. Man hat sich sehr, sehr mit dem Großteil der Onscreen-Persönlichkeiten in einem Boot gefühlt. Wir werden noch die mündliche Prüfung mitnehmen. Denn wir sind in der Schule angekommen. Das ist, ich schätze mal, Deutsch dann, ne? Es wird Deutsch mündliche Prüfung sein. Es sind alle sehr nervös. Mo ist nervös. Lenny ist nervös. Lisa ist nicht nervös. Lisa ist einfach nur glücklich drauf und freut sich ihres Lebens. Wenn nicht so viel Scheiße drumherum passieren würde, könnte es gefühlt eine echt schöne Szene sein. Weil ich habe das damals sehr genossen, vor und nach den Klausuren, war immer eine gute Stimmung. Vor den Klausuren? Bei mir ja, ich fand das immer lustig, wie alle abgegangen sind. Nein, bei mir gar nicht. Ich war da auch eher Team Panik. Ich habe also auch Anti-Prüfungsangst. Also ich kenne keine Prüfungsangst. Das klingt jetzt sehr überheblich. Meistens war es ein Eigentor, weil vielleicht wäre ein bisschen Prüfungsangst ganz gut gewesen. Nee,
das lässt mich völlig kalt. Deswegen konnte ich da immer ganz entspannt rangehen. Aber ich, so diese, du merkst die Spannung in der Luft, gleiches Prüfung und so. Also es könnte ein cooler Moment des freundschaftlichen Zusammenseins sein, ist es aber nicht, weil alle gegen alle spielen irgendwie. Gerade mein Herz zerspringt in tausend Teile. Mein Nein hat, ich glaube, 27 Es, was ich hier aufgeschrieben habe. Fritzi geht an Gerda vorbei. Ich kann es gar nicht. Oh. Entschuldigung. Das ist einfach die emotionalste Szene der Serie. Ich habe geweint. Ich habe ausgemacht und habe einfach geweint. Damit beenden wir jetzt auch die Besprechung. Danach erstmal Manchester by the Sea angemacht, um ein bisschen Freude wieder zu empfinden. Nee, Fritzi ist weiter sauer oder beleidigt, weil immerhin ihre beste Freundin gesagt hat, ich gehe übrigens nach Kiel und studiere Meeresbiologie. Was fairerweise auch mal, also hätte man eigentlich, also unter besten Freundinnen oder besten Freunden kannst du das halt schon auch mal fallen lassen. Kann Fritzi da zum Teil verstehen. Trotzdem geht sie vorbei und setzt sich neben Dan. Denn Fritzi ist jetzt so ein bisschen, was macht eigentlich Mo? Und Fritzi spielt ein anderes Spiel als Lisa, aber trotzdem ein Spielchen, um mal herauszufinden, was eigentlich abgeht. Und zitiert Dumbledore. Das kam auch so wirklich out of nowhere. Genau, also Dan liest ein Buch und zitiert irgendwas aus Faust. Und genau. Sie zitiert Dumbledore. Und was spannend ist, weil ich meine, dass Dan noch im Bus in Folge 1 Harry Potter und die Kammer des Schreckens gelesen hat. Genau. Er scheint nicht zu dieser Stelle gekommen zu sein, ziehe ich da mal raus, oder er ist zu nervös. Irgendwie wäre es in seinem Charakter, dass er da nicht mehr hingekommen ist. Schon, ja. Irgendwas anderes wieder war, aber er hat es versucht. Er versucht sehr viel. Und Fritzi holt noch so ein bisschen was aus Dan raus, dass der Mo nämlich eigentlich gar nicht mag und mit dem abhängen möchte. Was auf Sinne, also auf dem Niveau einer Drogen Baronschaft mit Team macht es Sinn, aber wenn wir uns denken, dass sie im Grunde alle ältere Kinder sind, bis junge Erwachsene, Jugendliche, die gerade ihr Abi machen, dann ist das natürlich, warum hängen die dann miteinander ab? Das macht ja gar keinen Sinn. War jetzt auch nicht unbedingt eine Glanzleistung von Dan, diesen Satz rauszuhauen, denn dass der auf eine gewisse Neugier stoßen könnte. Gerade wenn er sagt, naja, also, wenn du wüsstest, so nach dem Motto, ich will ja eigentlich gar nicht, aber ich muss ja. Ja, warum musst du denn? Ist doch die logische, konsequente Frage. Ja, das war jetzt nicht so klug von ihm. Noch klüger ist die Sequenz, die wir jetzt haben. Denn die ist krass. Emotional bunt, actionreich und einfach nur strange. Also wir erfahren zumindest schon mal, warum Mo vorhin, Obacht, die Gretchenfrage gestellt hat. Und du hast Faust gerade gelesen, nicht? Okay. Doch. Und sich selber mit Faust vergleicht, denn er war es, der den Deal mit Mephisto geschlossen hat, mit dem großen Bösen, in diesem Fall mit Florentin Will, wenn ich es richtig verstanden habe. Nee, ich meine eher, dass er mit Mephisto die beiden oder drei Köpfe der Drogenorganisation in den Niederlanden meint. Denn just in dem Moment, als er Mephisto anspricht, ist in dem Shot gerade, sind die zu sehen. Die drei sind auch da? Ja. Die habe ich gar nicht gesehen, krass. Ich dachte, die wären irgendwie weggekommen. Relativ weit am Anfang sogar, ja. Naja. Werden später auch nochmal gezeigt. Genau. Oder kommen wir dann noch zu? In zwei Wochen, ja. Nächste Woche. Punkt ist der, er hat die Holländer alle verpfiffen. Also er hat sich, deshalb hat er den Sack mit den Drogen, jetzt erfahren wir es, den hat er sich noch rausgeholt, hat danach an, heißt Florentin Will, ne? Ja. An Florentin Wills Charakter, an den Polizisten, der ihm nichts mehr nachweisen konnte, hat er gesagt, okay, lass mich in Ruhe, dafür schicke ich dir die ganz großen Fische und hat komplett Maidwax verraten. Snitch nennt man das, glaube ich, in der Umgangssprache. Ja. Das SEK nimmt es komplett auseinander. Wir greifen das kurz vorweg, der Server ist down, Maidwax ist tot und alles ist verloren. Also der komplette Laden ist aufgeflogen. Sie sind sowohl oben in den normalen Büros, in Anführungsstrichen, als auch unten wirklich da, wo die Produktion stattfindet. Also es ist vorbei. Es ist ganz vorbei. Währenddessen bestreiten die anderen noch ihre Klausuren. Ich möchte darauf hinaus, dass Dan plötzlich sehr viel verstanden hat. Dan zitiert sehr
diepe Sachen und haut richtig krasse Sachen raus, die er anscheinend auswendig gelernt hat. Nach ihm kommt Gerda und sagt, es gibt natürlich auch Leute, die gucken sich den Scheiß einfach in YouTube-Videos an und labern das hier nach. True, wahrscheinlich der Großteil sogar. Dan, gehe ich mal davon aus, dass sie süffisant auf Dan anspielt. Ja. Sie selber sagt, der war doch eh ein Antisemit, der gute Goethe. Ja, war er das? Also, ja, war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich sag mal, sie ist ja teilweise übertrieben gesellschaftskritisch unterwegs. Also, ich möchte ihr nicht unterstellen, dass sie jemandem was unterstellt, aber sie unterstellt ja in dieser Serie doch häufiger Leuten irgendwas. Das stimmt. Ich weiß es nicht, kann nichts zu sagen. Ich habe mir da jetzt auch nicht noch weiter Sachen angeguckt, aber also bislang kam mir Goethe eigentlich von, ich meine natürlich ist es auch eine andere Zeit, aber von allen Klassiker-Leuten so immer wie ein sehr nahbarer Mensch vor. Der sagt, naja gut, also Arbeit ist das eine und Wein ist jetzt, sag ich mal, das andere. So sagt er, ja. Ja, so sprach er. Ja, also er wirkte eigentlich immer wie eine relativ unfehlbare Person. Und wenn er tatsächlich so starke antisemitische Tendenzen hat, dann würde mir das schon so ein bisschen wehtun. Aber möglich. Mein allerletzter Punkt ist, als die holländischen Polizisten reinstürmen bei Mindredaksch und rufen, was rufen sie, Sekunde? Polizei? Ja, und dann keine Dummheiten auf Holländisch. Was, und ich kann nur vom Laut gehen, ungefähr sowas ist wie keine Digi-Dugi-Dusch. Ich weiß nicht, was es war, aber es klingt so unglaublich niedlich. Keine Dugi-Dugi-Dusch. Und auf Deutsch stand halt drunter keine Dummheiten. Tja, da habe ich auch nichts mehr zu sagen. Ja, ich möchte nochmal ganz kurz auf die Prüfung zurückkommen, denn ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube es war Fritzi, die den Prüfern ein, naja, weiße alte Männer halt hinballert und die Kamera schwenkt um und wir sehen drei alte weiße Männer und einen mittelalten weißen Mann. Der nur sagt, ja. Ja, der nickt, zustimmt. Das fand ich ganz spannend. Ja, und wir können auch hier schon davon ausgehen, Fritzi wird zumindest diese Prüfung wahrscheinlich auch das Abitur nicht schaffen. Ah, weiß ich nicht. Also da kommt drauf an, wie die Prüfer drauf sind. Also ich kenne da so den einen oder anderen Lehrer, dem hätte ich sowas wahrscheinlich, wenn es gut begründet gewesen wäre. Sie hat ja später noch den Zusammenbruch. Was für ein Zusammenbruch? Später sagt sie, wahrscheinlich schafft sie Abi nicht. Deswegen habe ich das jetzt vorausgesetzt. Naja gut, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das die Aussage ist, die das Ganze jetzt canceln würde. Aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass man dafür eigentlich, wenn man den richtigen Prüfer hat, auch positive Punkte ziehen kann. Schwierig. Also von allen Vieren würde ich sagen, fünf, dass sie am wenigsten Inhalt geliefert hat. Das würde ich unterschreiben. Gut, das war's mit der ersten Hälfte der vierten Folge der dritten Staffel von How to Sell Drugs Online Fast, der Besprechung. Wir gehen in das, also wie gesagt, die zweite Hälfte kommt in einer Woche und jetzt gibt's das Retro-Gewitter. Du musst eine Pause machen. Retro-Gewitter. Wir haben's eh nur aus dem Archiv. Spiel mal ein. Los, Mirko, hit it. Retro-Gewitter. Ich gestehe, GTA 3 habe ich, wie wohl fast jeder in meinem Alter, der sich für Games interessiert, viel zu früh gespielt. Zumindest, wenn man sich gläubig an die Altersbeschränkung hält. Ob es mir geschadet hat? Keine Ahnung. Diese Einschätzung überlasse ich gerne anderen. Doch was es definitiv gemacht hat, mich fasziniert. Was war das damals für eine Offenbarung? Ein ordentliches Open-World-Game mit schier endlosen Möglichkeiten. Eine dynamische Welt. Es passierten Dinge um einen herum. Es schien kaum möglich, die Welt gesamt zu erkunden. So groß war sie. Klar, heute stören einen die kantige Grafik, die gewöhnungsbedürftigen Cutscenes und der stumme Charakter. Doch dieses Spiel ist und war die absolute Blaupause für alle GTA-Teile, die folgen sollten. Egal, ob es das bombastische San Andreas ist oder das revolutionäre GTA 5. Alle diese Spiele haben ihre Wurzeln in dem legendären Teil 3 aus dem Oktober 2001. Und ja, damit ist er jetzt 20 Jahre alt. GTA 3 stellte eine Zäsur der Videospielwelt dar. Ein neues Zeitalter.
Ihr mögt das jetzt bisweilen etwas übertrieben finden, doch vergleicht einfach mal andere Spiele aus diesem Jahr mit GTA 3. Ihr werdet kaum glauben, dass diese Games gleich alt sind. Daher kann ich euch, wie so oft, wirklich nur empfehlen, dass ihr euch dieses Spiel einmal in seinem Gesamtgrundzustand zu Gemüte führt. Und im Gegensatz zu manch anderem Spiel aus dieser Zeit ist das glücklicherweise hierbei auch einfach möglich. Ihr könnt euch den Teil ganz easy auf Steam kaufen. Habt viel Spaß damit und bis nächste Woche. Steinwurf im Glashaus.